Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dem Gespräch heute Abend mit Zvi Aviram. Es findet im Rahmen unserem Herbst 2017 begonnenen, von der Berliner Sparkasse unterstützte Reihe Zeitzeugen im Gespräch, Erfahrungen und Schicksal deutscher Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus statt. Es ist längst überfällig, dass Zvi Aviram zu uns ins Jüdische Museum Berlin kommt. Denn er ist schon lange in unserer Sammlung präsent. Auf Fotografien von der Untergrundorganisation Chuk Chalutzi, die uns von ihrem Leiter und Mitbegründer Yitzhak Schwersens im Jahr 2001 gestiftet wurden. Und wir sehen jetzt hier links das Foto von Yitzhak Schwersens in Mitte vom Bild und rechts aus ihrer Sicht neben ihm ist ja Zvi Aviram. Zvi Aviram ist das letzte noch lebende Mitglied von Chuk Chalutzi und von dieser kleinen zionistischen Untergrundorganisation wird heute Abend viel die Rede sein. Zvi Aviram kam am 25. Januar 1927 in Berlin zur Welt als Heinz Abrahamson. Wie für abertausende andere jüdische Kinder, die in den 1920er Jahren in Deutschland geboren wurden, währte seine glückliche Kindheit nur sehr kurz. Unmittelbar nach seinem 6. Geburtstag kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Und der junge Heinz und seine Familie bekamen die einsetzenden antijüdischen Maßnahmen und die Gewalt gleich zu spüren. Die Abrahamsons lebten in eher einfachen Verhältnissen und die folgenden Jahre waren von dauerhaften Existenzkampf geprägt. Aussicht auf eine Emigration, die für weniger bemittelte Familien in der Regel viel schwieriger war, ergab sich für Familien Abrahamson nicht. Nur die 1929 geborene Tochter Betty konnte 1939 mit einem Kindertransport das Land verlassen. Für Heinz und seinen Eltern standen Jahre wachsender Not bevor, die von Armut, Zwangsarbeit und Verfolgung gekennzeichnet waren. Jahre, die nur Heinz überleben würde, dank vielerlei Hilfe und Fortun. 796 Tage lagen zwischen dem 27. Februar 1943, dem Tag, an dem Zvi Aviram in die Illegalität gegangen ist, und dem 3. Mai 1945, dem Tag, an dem in Berlin die Waffen endgültig schwiegen. 796 Tage, in denen er nicht wusste, ob er den nationalsozialistischen Terror überleben würde. Meine Damen und Herren, wir alle können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, ununterbrochen fast 800 Tage lang um das eigene Leben fürchten zu müssen. Zvi Aviram aber hat es erlebt. Jahrzehntelang wollte er nicht, ja konnte er nicht hierüber sprechen. Erst im Alter von 78 Jahren begann er öffentlich über seinen Lebens- und Leidensweg zu reden. Vor 4 Jahren sind dann seine Memoiren erschienen. Ich möchte Ihnen, Herr Aviram, gleich zu Beginn unseres Gesprächs herzlich danken, dass Sie zu uns gekommen sind, um über diese dunkle Zeit, aber auch über die Jahre davor und danach zu sprechen. Und ich heiße Sie herzlich willkommen. Herr Aviram, wir wollen mit ein bisschen Familiengeschichte beginnen. Erzählen Sie bitte ein bisschen etwas über Ihre Großeltern und Eltern, über Ihre Berufe, wo Sie geboren sind, wann Sie nach Berlin gekommen sind. Wir waren eine ganz normative Familie, Juden, liberale Juden, die in Berlin lebten. Mein Großvater kam aus Posen nach Berlin. Und er diente im Weltkrieg 1870, 1871 in der deutschen Armee.
Und ebenfalls im Ersten Weltkrieg war er ebenfalls, im Weltkrieg war er Soldat. Meine Eltern und Großeltern lebten in Berlin. Und der Großvater hatte 3 Kinder. Die Margarete war meine Mutter. Und außerdem hatten sie noch eine Schwester und noch einen Bruder. Sie lebten in Berliner Barnimstraße, nahe des Friedrichshains, unter ganz einfachen, ärmlichen Bedingungen. Und so kam es dann eben, dass mein Vater lebte um dieselbe Zeit. Er war im Weltkrieg, war er Soldat. Und nach dem Weltkrieg musste er dann eben anfangen, sich irgendwie sein Leben aufzubauen. Und er war ständig mit seinem Bruder zusammen und sie verlebten sehr schön in den Tanzlokalen. Und dort lernte er dann meine Mutter kennen und sie heirateten dann 1920. Erst einmal in Heinersdorf bei der Stadtverwaltung und dann später in der neuen jüdischen Synagoge in der Oranienburger Straße. Ja, die Zeiten waren sehr, sehr schwer und meine Mutter war Schneiderin und mein Vater war Schuhmacher. Es war schwer, eine Existenz aufzubauen und so wurde erst nach 7 Jahren haben sie erst das erste Kind gemacht. Also ich bin erst 1927 geboren und meine Schwester 1929. Die Zeiten waren nicht einfach. Aber wir hatten Familie und wir lebten sehr schön miteinander, mit dem Großvater und mit den Brüdern meines Vaters und meiner Mutter. Es war ein sehr angenehmes Familienleben. Aber die Zeiten änderten sich. Ja. Wir haben hier jetzt ein paar Seiten aus sowieso das Foto, das Hochzeitsfoto von den Eltern von Herrn Aviram gesehen. Und Herr Aviram hat aus Israel sein Familienstammbuch mitgebracht. Und aus diesem Buch sehen wir hier die Seite, wo er auch dann seinen Namen registriert würde. Und es gibt auch dann auch den Eintrag für ihre Schwester Betty, die dann 1929 geboren sind. Sie lebten dann eine Zeit lang in der Schönhauser Allee, aber dann auch kurz nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten kamen eben die erste antijüdische Maßnahmen. Hier sehen wir ein Foto, was auch in Ihrem Buch ist, von 1934, scheinbar noch glücklicher Zeiten. Aber die Machtübernahme von den Nationalsozialisten hatte sofort Auswirkungen auf das Familie Abrahamson gehabt. Also am 1. April, meine Damen und Herren, Sie wissen, am 1. April 1933 fand den Boykott jüdischer Geschäfte, jüdische Ärzte und jüdische Rechtsanwaltspraxen dann statt. Und dieser Boykott hat Ihre Familie dann schwer getroffen. Ja, also mein Vater hatte ein Schuhmachergeschäft in Berlin, in der Zwiedemünder Straße. Das ist nahe am Zionskirchplatz. Und es war ein sehr nettes, schönes Geschäft. Und anschließend an dem Geschäft war auch eine kleine Wohnung. Ja, und dann eben am 1. April 1933 machten die Nazis eben einen Boykott auf alle jüdischen Geschäfte. Und die Nazis standen einfach an der Tür und ließen die Kundschaft nicht herein. Mein Vater war ein ganz stolzer Bürger, stolzer National, könnte man ihn einstufen. Und er liebte Deutschland und er hat für Deutschland gekämpft. Und er verstand nicht, was hier vor sich ging. Er stand im Laden, die Nazis ließen niemand hinein. Und wir Kinder, wir waren in der Wohnung. Meine Mutter versteckte uns in der Wohnung. Und wir hörten den Skandal draußen. Ja, und dann, wie dann der Tag zu Ende war, mein Vater war nicht mehr derselbe Mann. Er fiel um und von dem Tag an konnte er nicht mehr arbeiten. Und so hörte er auf zu arbeiten und meine Mutter musste die Familie ernähren. Und so lebten wir bis dahin in der Zwiedemünder Straße. Meine Mutter musste das Geschäft schließen
Und dann sind wir erst in der alte Schönhauser Straße und dann später in die Zehlenicker Straße umgezogen. Also 1933 zogen wir dann in die Wohnung in der Zehlenicker Straße, ein sehr schönes Haus auf dem vierten Stock auf dem Hof. Und dort lebten wir dann von 1933 bis 1943, 10 Jahre lang. Genau, wir sehen ja hier ein Foto aus dem Internet von dem Haus in der Zehlenicker Straße 2 in Prenzlauer Berg. Oder ist das noch Mitte heutzutage? Das ist Mitte. Das ist ganz in der Nähe von der ganzen Ja. Und Sie sind ja dort Oktober 33, aber erst in dem Jahr danach sind Sie ja eingeschult worden. Und Sie sind ja eingeschult worden in einer Schule in der Zehlenicker Straße. Ja. Wie war Ihre Einschulung, wie waren die Erlebnisse, wie waren die Jahre? Das war eine öffentliche Schule, Sie sind ja nicht gleich in eine jüdische Schule gegangen. Wie haben diese erste Schulzeit erlebt? Diese ganze Gegend, das war ja eine Arbeitergegend. Dort haben ja nur Arbeiter gelebt. Ja. Und die Beziehung zu den Arbeitern, die waren ja auch die Juden, die Arbeiter, die waren ja keine schlechten Beziehungen im Allgemeinen. Und so fingen wir dann an, wir gingen in die Schule vom 1. 1933 und wir waren vielleicht viele Kinder, 30, 35 junge Burschen, junge Boys ja, in der Klasse und ständig war großer Tumult. Und unter diesen vielen Jungs waren dann diese 5 jüdische Kinder von der Umgebung. Und unter anderem war dort einer, der hieß Siegbert Freiberg. Und der wurde dann mein Freund, mein Schulfreund. Und mit dem habe ich dann auf der Schulbahn zusammengesessen, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Ja, von dieser Schule und später auch in einer jüdischen Schule. Ja, also die Kinder waren eigentlich nicht so übel zu uns. Aber die Lehrer dann nach und nach, die treten dann ein in die Nationalsozialistische Partei. Und wenn sie dann in die Klasse kamen, dann machten sie sehr unangenehme Bemerkungen gegen die Juden. Und das wurde dann eben mit den großen Johlen von den Kindern begrüßt. Und da wir aber, der Siegbert und ich, da wir die besten Schüler waren in der Klasse und die anderen Kinder bei den Schularbeiten geholfen hatten, waren unsere Beziehungen zu den anderen Kindern ziemlich gut. Aber die Zeit verging, die Jahre vergingen und alles änderte sich dann im Laufe der Zeit. Ich meine, die Hasspropaganda, die man in den 30er Jahren gegen die Juden führte, ob das im Radio war oder in der Zeitung, das hatte natürlich einen furchtbaren Einfluss auf die deutsche Bevölkerung, sodass sich die deutsche Bevölkerung anfing, ebenfalls die Juden zu hassen. Und all das, was man ihnen erzählte, in der Propaganda erzählte über die Juden, eben alles glaubte und sich eben dementsprechend den Juden gegenüber benahm. Ja. Alle Ihre so engere Freunde waren jüdische Kinder in der waren Zeit? Waren jüdische Kinder. Wir hatten keine christlichen Freunde, wir hatten nur jüdische Freunde. Ja. Und galt wir hatten das, überhaupt nicht viele Freunde. Ja. Galt das auch für die Eltern? Bitte? Galt das auch für Ihre Eltern? Die Eltern hatten nur jüdische Freunde, ja. Meine Eltern, also es gab ja viele jüdische Familien, die auch viele christliche Freunde hatten. Aber das waren meistenteils auch Familien, wo im großen Teil ein Teil der Familie eben christlich war. Und das hatte sich dann automatisch ergeben, dass sie dann auch mehr mit Christen zusammenkam. Beziehungsweise, aber da in unserer Familie jedoch mit einer Ausnahme ja, alle jüdisch verheiratet waren. Also meine Eltern waren tatsächlich nur mit jüdischen Freunden oder jüdischen Verwandten umgeben. Mhm. Ja. Ihr Vater war ja in den Jahren vor 1933 schon sehr, sehr engagiert in dem Reichsbund Jüdische Frontsoldaten. Und dann auch danach, waren Sie dann und Ihre Eltern Mitglieder vom Jüdischen Kulturbund? Haben Sie dann rege Anteil an das jüdisch-kulturelle Leben, was sich dann entfaltet hat in diesen Jahren 1933 bis 1938?
Ich meine, man sitzt hier so, man spricht so über die Zeit, ja, das hört sich alles so akademisch aus an. Ja, man kann ja überhaupt nicht, man muss ja über die Gefühle der Menschen sprechen. Ja. Was hat ein Kind gefühlt, dass er tatsächlich irgendwie verfolgt wurde? Wie haben sich die jüdischen Erwachsenen gefühlt? Das tagtäglich kamen neue Gesetze heraus. Dass man konnte nicht ins Theater gehen, man konnte nicht ins Kino gehen, man konnte in keinen Verein mehr sein, man hat alle Juden rausgeschmissen aus diesem Verein, Sangverein, Tonverein, was es immer gab. Ja. Aber wie haben sich die Menschen gefühlt? Wie haben sie damals gelebt? Ständig unter Druck zu sein, ständig angegriffen zu werden. Das ist ein furchtbares Gefühl, das man schwer erklären kann, dass man tagtäglich wie unter Druck steht, dass man schon an nichts mehr glauben kann, dass die Propaganda, die war ja so schrecklich von dem Goebbels, das war unvorstellbar, wie das Judentum von diesen Nazis beschmutzt wurde. Tagtäglich hörte man es im Radio und sah es in den Filmen oder in der Zeitung. Ja. Selbstverständlich hatte es schreckliche Ausmaße angenommen, sodass man, es war kein normales Leben mehr. Man konnte nicht mehr normal leben, da man andauernd unter Druck war. Und wenn die Familie zusammenkam, dann sprach man nur über die schwere Zeit. Es gab gar kein anderes Thema. Ja, und dann versuchte man eben auszuwandern. Und die Juden rannten von Konsulat zu Konsulat. Und kein Staat war wirklich interessiert, die Juden aufzunehmen. Und wenn es schon Leute gab, na gut, dann gelang es ihnen, dann flüchteten sie. Am schlimmsten war es in den Kleinstädten. In Berlin war man mehr inkognito. Aber in den kleinen Städten, jeder kannte jeden. Und so die Nazis, die bekamen dann, wurden die Beamten, die Bürgermeisterei und so weiter, bekamen die Stellen, die entscheidend waren in der Führung einer kleinen Stadt oder Dorf. Ja, und die haben die Juden nicht leben lassen, die haben ihnen den Tod gemacht. Und so, dass die Juden sind in den kleinen Städten, oder sie sind geflüchtet oder sind nach Berlin gegangen. Diejenigen, die geflüchtet sind, die hatten das große losgezogen. Denn sie taten das Richtige. Sie haben Deutschland verlassen. Und dann, um die damalige Zeit, selbst konnten sie noch ihre Wertsachen mitnehmen. Ich rede so um die Zeit bis 35, 36, ja. Also in den Kleinstädten, das sind hauptsächlich in den Kleinstädten, sind die Juden geflüchtet. In Berlin sind sie weniger geflüchtet. Und wie war das in der Tat? Es gab ja eine große so Binnenmigration in diesen Jahren, dass eben viele, viele Juden aus kleineren Dörfern und Kleinstädten, eben aus den Gründen, die Sie gesagt haben, also es gab wirklich kein Entkommen von diesem allgegenwärtigen Antisemitismus, was in diesen kleineren Städten, und die Leute sind in größeren Städten dann gezogen, beziehungsweise natürlich haben versucht, dann aus dem Land rauszukommen. Wie war das bei Ihrer Familie und Ihren Eltern? Gab es dann Gespräche, haben Ihre Eltern auch sich bemüht, auch eine Möglichkeit zu finden, um aus Deutschland rauszukommen? Gut, ich will vorher noch für Ihre vorige Frage zurückkehren. Okay. Eine Frage, dass mein Vater war im jüdischen Frontverband, ja, der Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Wie ist der? Reichsbund jüdischer Frontsoldaten, ja. Also er war tätig in diesem, nach dem Kriege, wurde dieser Verband gegründet von dem Hauptmann Löwenstein oder so. Mhm. Und warum gründete man diesen Verband? Da viele Juden wurden verwundet im Ersten Weltkrieg. Und man wollte ihren Kameraden ihnen helfen. Und so entwickelte sich dieser Verband, ein Hilfsverband für die befreiten jüdischen Frontsoldaten. Und er kämpfte ebenfalls gegen den Antisemitismus.
Ja, wie die Nazis dann aus der Regierung kamen, schon 1936 wurden dann die Rechte dieser Organisation geschmälert und sie konnten nur noch als eine Hilfsorganisation betätigen. Ja, und sie wurden in der Laufe der Zeit ziemlich hilflos. Ja, und wie Sie so sagten, die Auswanderung war sehr, sehr schwierig. War sehr, sehr schwierig. Bis zu einer bestimmten Zeit konnte man auswandern. Juden konnten nach Palästina auswandern. Jeder, der ein Kapital von 1.000 Sterling hatte, der konnte nach Palästina rein. Es gab das Weiße Buch, die Juden waren ja begrenzt in der Einwanderung nach Palästina. Und andere Staaten waren gar nicht interessiert, die Juden aufzunehmen. Nur wenn sie Handwerker waren oder Landwirte, dann waren sie bereit, aber im Großen und Ganzen waren sie nicht bereit. Und es war schrecklich mit anzusehen, wie die Leute gejammert haben, dass man irgendwie ein Papier bekommt, um Deutschland zu verlassen. Das wird natürlich dann nach der Kristallnacht, nach den Pogromen vom 9. bis zum 11. November besonders dann akut. Das war natürlich die Zäsur, wo alle Juden in Deutschland wirklich wussten, dass ein Bleiben in diesem Land gar nicht mehr möglich war. Herr Aviram, wie haben Sie diese Tage, 9. bis 11. November, erlebt, Sie und Ihre Familie? Erstmal 1938 war ein schreckliches Jahr. Das fing schon damit an, die Annexion von Österreich. Ja, Deutschland wurde von Kleindeutschland, von Deutschland wurde ein Großdeutschland. Und 1938 war schon an für sich ein schweres Jahr. Und dann passierte das am 9. November. Wir waren zu Hause, mein Vater verließ die Wohnung. Und er sagt, er geht zu einer Versammlung er will sich mit seinen Kameraden bei Dobrin, das war ein jüdisches Café, wollen sie sich treffen, und verließ das Haus. Meine Mutter hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl. Sie sagte zu mir, Heinz, du schau mal, wo der Papi ist. Ich weiß nicht, irgendwas drückt auf mich, irgendwas scheint mir nicht in Ordnung zu sein. Und von der Zehlendinger Straße war es ja nicht weit zum Bahnhof Börse zu laufen. Ja, also ich verließ das Haus und ging dann Richtung Alexanderplatz, die Münchstraße und noch eine Straße. Also die jüdischen Geschäfte waren ja alle gezeichnet. Jedes jüdische Geschäft war gezeichnet mit dem Namen. Und auf den Namen war noch zugeschrieben, weil wenn es ein Mann war, dann Israel, und bei einer Frau hieß sie Sarah. Ja? Und sodass man, jeder wusste, wenn er einkaufen ging, ob er in ein jüdisches Geschäft reinging oder nicht. Trotz des Boykotts, der erste Boykott war 1933, hat die deutsche Bevölkerung noch bei Juden gekauft. Bis es kam zu diesem 9. November. Also ich näherte mich dieser Geschäftsgegend in der Nähe vom Alexanderplatz. Ich wusste, dort sind viele jüdische Geschäfte. Und wie ich dann dicht daran kam, da spürte ich schon den Brand. Ich hörte schon, irgendwie brennt irgendetwas. Und ich hörte auch schon so Tumult. Wie ich näher kam, sah ich eine Menschenmenge. Und ich stand da rum um die Läden. Auf der einen Seite waren die Läden und die Menschen standen auf der zweiten Straßenseite. Und die SA-Horden, die gingen von Geschäft zu Geschäft und schlugen die Steiben ein und warfen all die schönen Sachen, die in den Geschäften waren, warfen sie auf die Straße. Und dann fassten sie einen unglücklichen Juden, der in einer der Geschäfte war, und schlugen ihm beinahe zu Tode. Ich weiß nicht, was am Ende mit ihm geschah. Und ich stand da als 11-jähriger Judenjunge. Ich verstand nicht die Welt. Ich konnte nicht verstehen, was hier vor sich geht. Ich konnte nicht verstehen, wie das überhaupt möglich ist, was ich hier sehe.
Ich stand da wie angewurzelt und konnte mich nicht vom Platz rühren. Bis da ein Mann tat, wie ein Boxer war. Nur Junge, hast schon genug geglotzt, kannst schon weitergehen. Ja, und dann ging ich in die Oranienburger Straße und da sah ich dann die Synagoge und sah die Feuerwehr da. Und das war die einzige Synagoge in Berlin, die durch die Feuerwehr gerettet wurde. Weil ein Polizeioffizier die Feuerwehr gerufen hatte, ja, um den Brand zu löschen. Ja, und wie ich dann das sah, da rannte ich nach Hause und schlotterte am ganzen Körper, als Elfjähriger, all das zu sehen, was dort passierte. Und ich rannte die Treppen rauf, fiel meiner Mutter in die Arme und weinte. Ich konnte mich nicht beruhigen. Und erzählte ihr, was ich sah. Ja, also dann zwei Onkels von uns wurden verhaftet und in Konzentrationslager geschleppt. Die hatten wir dann erst nach 6 Wochen später, kamen sie wieder raus. Also das war tatsächlich, so sahen wir es, das Ende. Wir verstanden nicht, dass das der Anfang bei Ende war. Und dann kam diese Reihe von noch weiteren antijüdischen Maßnahmen unmittelbar nach den 11. November, also vor allem die Ausschaltung der Juden aus der deutschen Wirtschaft, aber auch eine ganze Reihe weiterer Verordnungen, eben was Herr Aviram vorher gesagt hat, Juden dürften nicht mehr dann nach der Kristallnacht in Kinos gehen, in Theater gehen, in Berlin. Anderswo waren eben solche Verordnungen früher dann erlassen. Ich muss auch das Publikum sagen, es sind ja doch mehrere Synagogen in Berlin dann doch nicht zerstört gewesen und auch nicht abgebrannt, zum Beispiel Rickestraße, Synagoge, Pestalozzi-Straße, die Synagoge in der Münchner Straße, teilweise, weil sie eben im Hinterhöfen waren, teilweise wegen der Gefahr der unmittelbaren Gebäude. Das nebenbei. Ich habe ja vorher gesagt, dass da wollten natürlich denn auch dann wirklich alle Leute wirklich versuchen, das Land zu verlassen. Ihre Eltern haben das wahrscheinlich weiterhin versucht, aber das hat eben so für die Familie nicht geklappt. Sie konnte auch, ein weiteres Gesetz war, ist, dass jüdische Kinder dann gar nicht mehr auf öffentliche Schulen gehen dürften nach dem 11. November. Und Herr Aviram, Heinz Abrahamson, ist ja gewechselt. Ups, Entschuldigung. Ich muss versuchen, mal zurückzukommen. Da. Und Herr Aviram, Sie sind dann in die jüdischen Schulen in der Rickestraße danach gegangen. Ja, also dann kam die Verordnung heraus, dass alle jüdischen Kinder die öffentlichen Schulen verlassen müssen. Und wir sind dann in die jüdische Schule in der Rickestraße gewechselt. Das war nur zum Guten. Wir haben dort viel schöner gelernt. Wir waren zusammen Jungs und Mädels. Und wir haben Englisch gelernt und Hebräisch. Und es war eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre im Gebäude der Schule. Aber von der Zedernicker Straße zur Rickestraße zu laufen, hin und zurück, das war schon eine andere Geschichte. Denn wir sind ständig von den christlichen Schülern in den christlichen Schulen, sind wir ständig erfasst worden, und es hat sich jedes Mal eine Schlägerei daraus ergeben, und das war nicht angenehm. Das Leben wurde bitterschwer. Die Leute, die da die Geschäfte hatten, und man hat die Geschäfte eben demoliert, mussten aus ihren Taschen die Reparaturen bezahlen. Die Versicherungsgesellschaften waren nicht bereit, dafür auch nur einen Pfennig zu geben. Und nachdem die Juden dann die Geschäfte wieder restauriert hatten, mussten sie die Geschäfte für ein Butterbrot verkaufen. So sah die damalige Lage aus.
Es kamen auch viele neue Verordnungen heraus. Und die Leute, die dann auswandern wollten, denen hat man alles abgenommen. Man hat sie tatsächlich jedes Vermögen, was sie in Deutschland hatte, hat man ihnen geraubt und hat sie dann so nackt, wie sie waren, konnten sie dann Deutschland verlassen. Die Situation war grauenhaft. Meine Onkels waren im KZ. Sie kamen dann heraus aus dem KZ und mussten sich verpflichten, auszuwandern. Ja, also das war ja nun nicht so leicht. Aber der eine Onkel, der Bruder meiner Mutter, der nicht im KZ war, dem gelang es, nach Argentinien zu flüchten. Und der gab mir dann als Geschenk sein Fahrrad. Um die damalige Zeit, ein Fahrrad war, ein herrliches Geschenk. Nicht jeder hatte ein Fahrrad, das ist nicht wie heute. Und mit dem Fahrrad habe ich mich frei in Berlin bewegt. Ich bin mit dem Fahrrad herumgefahren in Gebiete, die ich gar nicht fahren sollte oder durfte. Ich habe die Schwimmbäder besucht und bin schwimmen gegangen in Wannsee oder in Spichersberge und habe die tollsten Dinge getan mit dem Fahrrad. Als 12-Jähriger, als 13-Jähriger. Und nur meine Mutter hat davon gewusst, sonst habe ich niemandem etwas davon erzählt. Bin ebenfalls in die Kinos gegangen, habe sämtliche Filme gesehen, die es damals gab. Ob es war Münchhausen, ob das war Jude Süß von Veit Harlan, ob das war ein Film von Friedrich der Große, alle diese Filme, die Propagandafilme der Nazis, alle diese Filme habe ich damals als junger Bursche gesehen, obwohl es strengstens verboten war und euch wollen, wenn man nicht geschnappt hätte. Sie haben das war schon irgendwie von mir. Ich hatte ganz einfach das Gefühl, ich muss mich irgendwie befreien. Ich darf nicht zulassen, dass die Nazis mich so unterdrücken. Ich muss irgendetwas tun, um meinem Leben um es lebenswert zu machen. Und nicht die ganze Zeit zu jammern und zu schwimmen, wie unglücklich wir sind und wie schrecklich es ist. So habe ich einen Weg gesucht, um mich irgendwie zu befreien. Was natürlich auch dann voller Risiko war, aber das haben Sie schon von sehr jungem Alter schon dann begonnen. Und das ist eine rote Faden, was dann durch Ihre weitere Jahre in Berlin zieht. Im Juli 1939 ist es dann gelungen, einen Platz auf dem Kindertransport für Ihre Schwester zu finden. Und sie ist dann nach London gegangen und unmittelbar danach dann nach Australien. Warum konnten Sie nicht mitfahren? Oh, das war eine ganz glückliche Sache. Meine Schwester ging das war eine Mädchenschule. In der Auguststraße gab es eine jüdische Mädchenschule, die sie besuchte. Im Ganzen war sie 9 Jahre alt. Also alle Mädchen, die in der Klasse waren, waren alle in diesem Alter. Also eines Tages kam die Lehrerin in die Klasse und fing an zu erzählen von seinem schönen Land, dass es so grün ist und dort herrscht eine Königin und ein König und sind wunderbare Menschen dort und es ist herrlich, dort mal zu besuchen. Wer von den Kindern hätte die Absicht, dorthin zu fahren? Nur meine kleine Schwester von all den Mädels hob die Hand und sagte, ich bin bereit, ich möchte gerne dorthin fahren. Da schickte die Lehrerin meine kleine Schwester zu der Direktorin und die gab ihr einen Brief zu meinen Eltern. Und die Eltern kamen einen Tag später in die Schule und da sagte die Schulleiterin zu ihnen, es gibt eine Möglichkeit, Ihre kleine Tochter mit einem Kindertransport nach England zu schicken. Zusammen mit anderen Kindern, mit 17 anderen Kindern.
Meine Mutter war sofort bereit. Mein Vater wollte nichts davon hören, aber meine Mutter, wie es so ist, sie hat beschlossen. Sie will es tun, wenigstens einen von uns zu retten. Also man schloss, das Mädchen soll fahren. Und dann versuchte sie noch, mich in diese Gruppe reinzubekommen, aber es war nicht möglich. Die Zahl von 17 Personen, die war bizarr und die waren unmöglich, noch jemanden auf die Liste zu bringen. So blieb ich dann mit meinen Eltern. Meine Mutter nähte der Kleinen schöne Kleider und wir brachten sie zu einem Bahnhof. Wo ist das Bild? Das Bild ist im Buch. Sie steht vor dem Bahnhof, schön mit einem sehr hübschen Hut, einem schönen Kleid, ja. Und wir verabschieden uns von ihr, wünschen ihr alles Gute. Aber sie fährt doch auf Urlaub, sie kommt doch wieder zurück. So stellt sich die Kleine das vor, ja. Ja, also wie sie dann in den Zug einsteigt, da sah sie dann, dass alle Kinder weinten. Ja, warum weint ihr dann? Du Dumme, wir haben doch unsere Eltern verlassen. Wir sehen doch unsere Eltern, wenn sie ihn nicht wiedersehen. Da fiel ihr erst der Groschen. Da verstand sie erst, was vor sich geht. Aber es war schon zu spät. Sie war schon im Zug und sie fuhr nach England. Und von England, zwei Tage später, schickte man zu ihrem Glück nach Australien. So saß sie den ganzen Krieg in Australien. Erlebt hatte. Ja, wir waren natürlich sehr traurig, wir gingen nach Haus. Ich hatte keine kleine Schwester mehr zu Hause, ich konnte sie nicht mehr händeln. Und es war traurig, ja. Aber auf der anderen Seite, wenigstens einer konnte das Land verlassen. Ja, und das war Juli 1939. Für Sie gab es dann so gut wie gar keine Möglichkeit. Ja, die Kindertransporte sind gegen Ende August zu Ende gegangen, wegen Ausbruch des Krieges am 1. September 1939. Haben Sie Erinnerungen an Kriegsbeginn? An? Kriegsbeginn. An den Beginn des Krieges. Furchtbar, furchtbar. Ich meine, der Krieg war ja auch schon in der Luft. Jeder hatte ja gewusst, der Krieg wird ausbrechen. Das geht ja nicht so weiter ohne Krieg. Also man war ja gar nicht überrascht. Das war geschrieben, schon auf der Wand hat schon geschrieben, dass der Krieg ausbrechen muss, dass Deutschland eben keine Ruhe gibt nach all den Eroberungen ohne Krieg, dass sie eben doch ihren Lebensraum im Osten suchen. Ja, aber wie dann der Krieg ausbrach, da war erst einmal war für Juden verboten, nach 20 Uhr auszugehen. Man musste zu Hause bleiben. Dann gab es Lebensmittelkarten, die für die deutsche Bevölkerung sehr gut waren. Ich meine, man konnte alles kaufen, ob das Fleisch oder Butter oder es waren mit Abschnitten, das wurden abgeschnitten für jedes Brot oder jedes Kilo Fleisch war ein bestimmter Abschnitt, den man abschnitt und damit konnte man dann einkaufen gehen. Aber für Juden war alles abgestempelt, ungültig. Die Juden konnten nach gar nichts kaufen. Und wir konnten auch nur am Nachmittag zwischen 4 und 5 in den Gemüseladen gehen, um irgendetwas zu kaufen, wo dann nichts mehr da war. Also wie es meiner Mutter gelang, überhaupt noch uns zu ernähren, also das ist mir heutzutage ein Rätsel. Aber wie fühlten wir uns? Wir waren in Deutschland. Und wir waren der Feind der Deutschen, ja. Wir waren ja die Juden. Das fing ja an, noch viel schlimmer zu sein. Denn
Sie kämpften ja gegen die Judenheit, amerikanische Judentum, gegen Bolschewiken. So war das Leben ja noch viel, viel schlimmer, noch viel, viel gefährlicher für uns. Und dementsprechend war auch die Stimmung der Juden. Die Stimmung war auf Null. Man wagte sich ja überhaupt nicht mehr, was zu tun. Die zig Behörden, die es gab und die Befehle, die man tagtäglich hatte, man musste diese Befehle eben ausführen. Jede Sache, die es befohlen wurde, musste man tun. Ja, und ich lehnte mich auf. Ich wollte nicht. Ich war nicht bereit dazu. Aber ich lebte ja nicht alleine. Ich lebte ja mit meiner Familie. Und dann, 41, musste ich dann den Stern tragen. Kam die Verordnung heraus, dass alle Juden vom 6. Lebensjahr an müssen den Stern tragen. Und ich sagte meiner Mutter, ich gehe ohne Stern. Und du machst mir einen Stern, den ich anstecken kann und runternehmen kann. Und das machte sie mir. Aus Bakalit, überzog das. Alles gut, ich hatte mit deiner Sicherheitsnadel, wurde der angeheftet. So verließ ich das Haus. Auf der Straße verdeckte ich den Stern und machte ihn runter und ging dann ohne. Das war mein Leben. So führte ich quasi ein Doppelleben. Und das tat ich, obwohl es noch keine Organisation, noch, die ich überhaupt noch nicht im Kopf hatte. Ja? Ich tat es aus Instinkt heraus, dass ich muss etwas tun, um mich innerlich zu befreien. Und auch natürlich, das war auch für die jüdische Bevölkerung der Zeit, um einen Selbstwert zu gewinnen, ja, in dieser feindlichen Umgebung. Herr Aviram, ich möchte dennoch einen Schritt zurückgehen vor 1941. Was Herr Aviram vorher gesagt hat, also die Juden mussten erst dann beginnen, 1939 diese Zwangsnahmen annehmen, aha, Israel und Sarah. Aber das Leben ging auch nach Beginn des Krieges, man lebte weiter und es gab eben auch weiter jüdisches Leben. Es gab ja auch erstaunlicherweise, ich habe dazu neulich geforscht, es gab ja Gottesdienste in vielerlei Synagogen nach Kristallnacht, etwas, worüber nicht so viel geforscht würde. Und wir sehen hier Heinz Abrahamson, ist ja 1940 13 Jahre alt geworden und hat sein Bar Mitzwe gefeiert in einer Synagoge in der Schönhauser Allee. Und wir haben ja auch ein Zeugnis dieser Feier, hat ja die Zeit überlebt. Er hat von der Gemeinde ein Sidur überreicht bekommen, in dem eben so in dem Einband dieser Zertifikat da drin ist, dass er eben dieses Sidur bekommen hat zur Erinnerung an seinem Bar Mitzwe im Februar 1940. Wie war die Bar Mitzwe? Wie war die Feier? Wie Sie beschreiben das, dass Ihr Buch, das ist sehr interessant, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, aber vielleicht können Sie es auch dem Publikum kurz mitteilen, wie das war in der Zeit, bevor der Stern getragen musste und wo ist dann vielleicht dann doch ein klein bisschen mehr freier Bewegungsmöglichkeit gab. Gut, ein jüdischer Junge wird eingesegnet. Das heißt, was heißt die Einsegnung? Er wird als Mann anerkannt. Und beim Beten, da muss man ständig eine bestimmte Anzahl von Männern müssen zugegen sein, um das Gebet durchzuführen. Also wenn er dann eingesegnet wurde, dann war er ein Mann und er wurde eben aufgenommen und konnte dann sozusagen als mitgezählt werden bei den Minyan. Ja, aber dazu muss man sich vorbereiten. Man muss sich für die Einsegnung vorbereiten. Denn man muss ja aus der Tora lesen und man muss auch eine Geschichte erzählen. Ja, und um das zu tun, muss man es lernen. Und so ging ich dann, mein Vater war, ging jeden Schabbat ging er in die Synagoge und half den Leuten beim Beten. Und der Kantor von dieser Synagoge war sein Freund. Und dieser Freund, der lehrte mich dann, wie die Tfilim anzulegen, die Riemen anzulegen
Und er bereitete mich vor für die Vorlesung aus der Tora. Ja. Und dann kam ein dieser herrlicher Tag, der 2. Februar, der 3. Februar. Und ich wurde dann, wir gingen dann alle in die behelfsmäßige Synagoge, die in der Waisenhaus von Bauer, ja, von Auerbachischen Waisenhaus. Auerbachischer Waisenhaus war. Und die Familie kam dann und auch die Freunde. Und dann wurde ich zur Tora aufgerufen und ich machte meine Gebete. Und ich machte alles sehr schön. Nicht nur ich habe es gesagt, sondern auch alle meine Verwandten waren sehr zufrieden mit mir. Ja, und dann gingen wir dann eben danach nach Haus. Und das war sozusagen das letzte große Treffen meiner Familie bei uns zu Hause. Also wie es meiner Mutter gelang, noch irgendwie Essen dort irgendwie zusammenzubringen, für so viele Leute, bei 20 Leuten. Also das ist mir bis heute ein Rätsel. Aber das ist dabei auch nicht die Hauptsache. Ja, dann sprach ihm der Rabbiner, Dr. Rabbiner Alexander. Ja, er sprach dann so, wie sie alle Rabbiner in dieser Zeit sprachen, wie wir die schwere Zeit, wir wussten alle, es ist eine schwere Zeit. Ja, und es wird schon irgendwie wieder besser werden, also was ja schon kein Mensch mehr glaubte. Und danach habe ich dann meinen ersten Speech gehalten vor der Familie und guckte so auf alle Menschen, die in dem Raum waren und wusste nicht, dass noch 2 Jahren keiner mehr da sein wird, dass alle schon Berlin verlassen mussten. Ja, also das wussten wir nicht und es ist gut, dass man viele Dinge nicht im Voraus weiß. Also das war meine Bar Mitzwa, an die ich mich bis zum heutigen Tage sehr gerne erinnere. Noch 2 kleine Punkte. Die Synagoge, in die Herr Avirams Vater gegangen ist, ist ja nicht diese Synagoge in der Schönhauser Allee gewesen, sondern er ist in die Levetzow-Straße-Synagoge gegangen. Und die Levetzow-Straße-Synagoge wurde dann benutzt als Synagoge bis zum Herbst 1941. Und dann haben die Nazis eben diese Synagoge dann umgewandelt in einem Sammellager, wo auch die Juden, und das wurde die Juden dann mitgeteilt, die Gemeinde mitgeteilt, am Yom Kippur 1941. Auch dann, nachdem 1941, schloss sie ab mit der 8. Klasse und sie haben ja nicht weitergemacht an der Schule in der Rickestraße. Sie sind ja dann in den Umschulungsjahren, sie waren in der Werkstatt für Schlosser, für jüdische Jugendliche. Sie waren dort die Jüngste, sie waren ja überall die Jüngste, wo sie waren, aber dort waren sie ja auch gar nicht lange. Und wir reden jetzt über Frühling 1941, also wir sind ja noch nicht in September 1941 mit der Verordnung des Tragens des Judensterns. Sie waren nur 2 Monate in dieser Werkstatt und dann müssten sie Zwangsarbeit leisten. Und das gilt natürlich auch für ihre Eltern. Also erzählen Sie uns einfach um diese Übergangszeit und wie das war mit der begonnenen Zwangsarbeit. Wir haben ja nicht darüber gesprochen, dass vom Anfang des Krieges mussten ja alle Juden erstmal zur Zwangsarbeit. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Fast. Setzte sich dann ein, ja, also, Ende 1939. Ja, Da wurden eben die Juden eingezogen, um zur Zwangsarbeit. Ja, also was ich habe dann in die Schule bis zur 8. Klasse habe ich besucht. Und dann, wie so gesagt, bin ich dann in diese Lehrwerkstatt. Das war alles nur so, das war alles gar nicht wirklich. Das war alles gar nicht, das war unwirklich. Was heißt, man schickt den Jungen in eine Schlosserwerkstatt, um noch 3 Jahre zu lernen. Kein Mensch glaubte daran, dass das sein wird. Denn die Lage war ja katastrophal. Aber doch versucht man, man schickte mich dann eben in die Schlosserwerkstatt, die ja tatsächlich noch bestand. Und ich war dann einer der Jüngsten dort. Und da haben so die älteren Lehrlinge haben dann so ihre Gelächter gemacht mit den jungen Burschen, die neuen Burschen. Dann sagt man ihm dann, man schickte ihn eine Feile zu bringen, um den Amboss zu schleifen.
Also den Amboss kann man nicht schleifen. Und der kleine Junge, der stand dann da, ich stand dann da und habe das feste gearbeitet. Ja, also was dann los? Warum geht dann das nicht? Ja? Und alle haben da rumgestanden und haben über mich gelacht. Gut, das ist nur so eine kleine Geschichte. Im Großen und Ganzen waren wir dort 2 Monate. Und dann kamen alle Jungs, die die Schule verlassen hatten, bekamen dann eben das Schreiben, sich im Arbeitsamt für Zwangsarbeit zu melden. Ja, meine Eltern waren ja schon lange Zeit über Zwangsarbeit verpflichtet, also war ich jetzt der Dritte. Jeder arbeitete um eine andere Zeit, sodass die Familie niemals zusammen war. Ja. Meine Damen und Herren, Sie müssen auch dabei bedenken, Zvi Aviram war 14 Jahre alt, als er Zwangsarbeit machen musste. Sie haben das dann bei der Deutschen Tachometerwerke gemacht. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Wo war das? Wo war die Arbeitsstelle? Am Cottbusser Tor. Sie konnten, dann müssten Sie laufen oder konnten Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Nein, ich konnte mit der U-Bahn fahren. Sie konnten mit der U-Bahn fahren. Sie hatten ja eine besondere Erlaubnis dafür. Ich konnte mit der U-Bahn fahren, ja. Wenn der Arbeitsplatz eine bestimmte Entfernung war oder die Entfernung über dieser Entfernung war, dann konnte man mit der U-Bahn fahren, konnte man eben mit einem offiziellen Fahrzeug konnte man fahren, sonst musste man eben zu Fuß laufen. Also ich fuhr mit der U-Bahn ständig zur Arbeit. Die Arbeit war von 10 Uhr nachts bis 6 Uhr früh. Jeden Tag, ständig dieselbe Zeit. Ich fing dort an zu arbeiten. Wir waren ungefähr 20 Leute in einer Abteilung. Wir waren im obersten Stockwerk. Die christlichen Angestellten, die arbeiten unten, aber nur bei Tag, und wir arbeiten bei Nacht, sodass wir niemals die christlichen Arbeiter oder Angestellten sahen. Wir hatten einen Vorarbeiter. Und wir mussten die Geräte, die am Tage produziert wurden, mussten wir kontrollieren. Mit elektrischen Uhren, und diese Geräte waren bestimmt für Flugzeuge, für U-Boote. Es war ein richtiges Militärunternehmen. Der Vorarbeiter war ein ganz jovialer Mensch, ein ordinärer Mann, aber der die Juden nicht hasste. Er liebte sie nicht, er hasste sie nicht. Für sie war er, sie waren seine Untergebenen, und sie mussten eben das tun, was er von ihnen verlangte. Also was er im Großen und Ganzen verlangte, dass wir unsere Arbeit tun, dass wir keine Fehler machen, sondern dann hätte man ihn ja dafür irgendwie, hätte er ja Schwierigkeiten gehabt. So arbeitete ich dort als 14-Jähriger mit noch 20 Leuten, wo ich niemanden kannte und die alle in verschiedenem Alter waren. Und da war nicht noch kein junger Bursche, ich war der Einzige. Da waren wir 20 Jahre, 30 Jahre alt, 50 Jahre, alles aus den verschiedenen Schichten der Bevölkerung. Unter anderem war ein Sehbehinderter, der eben auch humpelte und mit dem ich mich irgendwie anfreundete. Die Arbeit war ziemlich monotös, aber sie war nicht schwer, körperlich war sie nicht schwer. Aber doch, man musste immer mit den Augen, man musste sich sehr anstrengen, und es war sehr ermüdend. Wir durften in der Nacht einmal eine Pause machen, sodass wir dann in der Nacht dann zusammensaßen und uns ein bisschen unterhielten. Also im Laufe der Zeit befreundeten wir uns. Also man muss sich das Leben vorstellen. Du arbeitest von 10 bis 6 Uhr früh, um 6 Uhr früh kommst du nach Hause, die Eltern sind nicht da, die Eltern sind auch auf Arbeit, du oder dort. Du siehst die Eltern überhaupt nicht. Ja, und dann schläfst du ein bisschen. Und dann kommst du hast schon keine Freunde mehr. Du hast schon keine Bekannten mehr. Die Arbeitszeit ist auch nicht passend mit anderen Leuten. Denn
Die Freunde, die du hattest, die haben am Tag gearbeitet und du hast in der Nacht gearbeitet. Also gab es schon keine Freundschaften mehr. Du warst schon irgendwie abgesondert. Du warst schon irgendwie mit dir alleine. Ja, aber in der Zwischenzeit irgendwie musste ich doch, mein Herz musste ich mich irgendwie, ich musste mit irgendjemand sprechen. Ja, und dieser Invalide, ich rufe ihn Invalide, denn er war tatsächlich ein Invalide, der fing dann an, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er war ein Mitglied der Kommunistischen Partei und war bei diesen Saalschlachten war er mit beteiligt und wurde dann einmal stark verwundet durch einen Kugelschuss. Ja, und beinahe wurde ihm sein Fuß amputiert, aber am letzten Endes rettete man seinen Fuß, sodass er jetzt humpelte. Und außerdem war er auch sehr behindert mit seinen Augen. Ja, wie er mir die Geschichte erzählte, dass er ein Kommunist war, und er erzählte mir auch, dass er bis heute noch kommunistische Freunde hatte. Da sagte ich zu ihm, du weißt, die ganze Zeit suche ich jemanden. Ich will nicht nach dem Osten gehen, denn man schickte schon Juden, um diese Zeit sucht man schon Juden aus Berlin nach dem Osten. Und ich will nicht nach dem Osten gehen. Ich will in Berlin bleiben. Ich 14-Jährige, 15-Jährige, ich rede solche Sachen. Da sagte er zu mir, du weißt, wenn es mal so dazu kommt, dann werden wir uns beide zusammen verstecken. Also wer war glücklicher als ich? Ich hatte einen Freund gefunden, mit dem ich eine gemeinsame Sprache hatte, um dem ich mich anvertraute, und er vertraute mir seine Geschichte an. Also dann wurde es daraus eine tatsächliche Freundschaft. Ja, und dann waren die Deportationen. Und dann meine Tante bekam die Aufforderung, sich eines Tages zu melden. Man sagte, du bereite dir vor einen kleinen Koffer und die Ordner werden kommen und euch abholen. Und am Abend vorher ging ich mit meiner Mutter, um mich mit ihnen zu verabschieden. Was soll ich euch sagen? Wir verstanden alle, dass wir uns nicht mehr wiedersehen. Das war ein Jammer, das war ein Weinen, das war ein endlos. So war die Stimmung. So lebten die Menschen. Unter diesem Druck, so lebten sie. Tagtäglich konntest du die Aufforderung bekommen, dass man dich abholt. Du bekamst die Aufforderung, du stellst dich und dann nahm man dich und fuhren die Leute nach Auschwitz. Oder auch an vielen anderen Orten, wo die Leute dann zu Tode gekommen sind. Also die Deportationen begannen dann im Oktober 1941. Also alle Juden in ganz Deutschland haben mitbekommen, dass Leute abtransportiert würden. Man wusste nicht, welches Schicksal unbedingt einem erwartet zu Beginn. Aber die Nachricht von Schicksalen von manchen Transporten kam relativ früh, beziehungsweise kam gar keine Nachricht mehr. Die Leute sind abgefahren und man hat nichts mehr gehört. Selten was gehört. Wir haben hier im Archiv manche Rotkreuzbriefe aus Riga, Ghetto Riga oder aus Litzmannstadt, wie die Nazis dann Lodz umbenannt haben. Aber mehr und mehr wussten die Leute, dass eigentlich das, was einem im Osten erwartet, eben ist mit ziemlicher Sicherheit den Tod. Und sie haben ja beschlossen, auch vor den 27. Februar 1943, dass sie eben nicht nach Osten sich deportieren lassen, haben mit diesem Freund Michel dann darüber gesprochen. Wir kommen, meine Damen und Herren, zu Beginn dieser 800 Tage, die ich eingangs erwähnt habe, den 27. Februar 1943, die sogenannte Fabrikaktion, wo die restlichen noch im Zwangsort befindlichen Juden alle aus ihren Betrieben und teilweise dann aus ihren Wohnungen verhaftet würden und dann 5 verschiedenen Sammellager in Berlin gebracht. Und innerhalb von den nächsten 12 Tagen sind über 10.000 Judinnen und Juden dann fast alle dann nach Auschwitz deportiert. Sie kennen wahrscheinlich einige von Ihnen die Geschichte von den Judinnen und Juden, die
in Mischehe gelebt haben, beziehungsweise Kinder von Mischehen waren, die aus dieser Sammellage genommen würden und in die Rosenstraße gebracht würden und von dort fast alle dann entlassen. Aber das war natürlich nicht das Schicksal von Heinz Abrahamsson und seinen Eltern. Jetzt kommen wir zu einer Zeit, die unglaublich detailliert sein kann, aber wir haben ja eine begrenzte Zeit heute Abend. Aber Herr Aviram, erzählen Sie, was ist da vorgefallen am 27. Februar 1943? Gut, als junger Bursche, ich sagte, ich will nicht nach dem Osten gehen. Was heißt das? Was heißt, du willst nicht nach dem Osten gehen? Was wirst du denn in Berlin machen? Wo wirst du in Berlin sein? Lebensmittelkarten, Unterkunft. Wer wird dir helfen? Hast du daran gedacht? Hast du das überhaupt vorgestellt? Hast du überhaupt eine Vorstellung gehabt? Wie kann man das organisieren? Es gab Leute, die waren jahrelang mit christlichen Freunden zusammen. Und die hatten das, sie haben sich überlegt, sie wollen illegal in Deutschland bleiben, Berlin bleiben. Die bereiten sich darauf vor und die Freunde halfen ihnen. Es war irgendjemand, der ihnen die Hand gab, der ihnen helfen konnte. Ja. Wer bin ich? Wo bin ich? Mit wem kann ich denn überhaupt reden? Ich kann jemanden überzeugen, dass er mir hilft. Das war alles kindisch. Das ist unvorstellbar. Da kommt der 27. Februar. Wir arbeiten alle bis 6 Uhr früh, nichts ahnt. Die 20 Leute gehen nach Hause, jeder geht auf seinen Weg nach Hause. Nichts wissend, was in Berlin passiert. Um 7 Uhr schickt die Gestapo, SS, 300 Lastautos in Berlin, um die Juden von allen Arbeitsplätzen abzuholen und in 3 verschiedenen Sammellager zu bringen. Sie kamen in unsere Fabrik um 7 Uhr, kein Jude. Die Juden waren alle weg. Also sie mussten uns zu Hause suchen. Ja. Also ich kam nach Haus, ich ruhte mich und nach verließ ich meine Wohnung und ging auf die Straße. Ich war die heutige Torstraße. Und wie ich da so in die Straße bin, da sah ich einen Juden mit einem Stern. Und plötzlich kam ein Lastauto, hielt an. 2 SS-Leute sprangen von dem Auto herunter, nahmen den Juden, warfen ihn auf dem Auto und auf dem Auto sah ich noch andere Juden. Da verstand ich, hier passiert irgendetwas, was es im Osten schon gang und gäbe war, aber in Berlin ist das niemals passiert. Als ich machte mich auf den Weg nach Haus, da sah ich, dasselbe Lastauto steht vor meinem Haus, vor meiner Haustür. Bin ich nicht nach Haus gegangen, habe ich kehrt gemacht und bin weiter in die Straße herumgelaufen. Später kehrte ich zurück, aber ich musste irgendetwas tun. Ich kam nach Haus, das Lastauto war nicht mehr da. Ich ging die 4 Stockwerke herauf, ging zu meiner Tür. Die Tür war versiegelt, die Wohnung war versiegelt, von der Gestapo versiegelt. Sie waren tatsächlich da und wollten mich abholen. Da öffneten die Nachbarn ihre Tür. Mit den Nachbarn lebten wir zusammen 10 Jahre in Freundschaft. Die sagte zu mir, Heinz, die Gestapo war hier und sie sagte, du sollst zur Lowetzestraße kommen, dort sind deine Eltern, die warten auf dich. Habe ich gewusst, das ist es. Jetzt ist der Tag gekommen, wo du beschließen musst, was du wirst tun. Ich verließ das Haus. Was tut man? Was tut man in diesem Augenblick? An wen wendet man sich? Was kann man tun, um sich irgendwie zu orientieren, irgendetwas zu machen?
Also sagte ich mir, ich suche meine Familie. Wir hatten Familie nicht weit weg von uns. Das waren die Cousins meiner Mutter, die Familie Grünberg. Und das war eine Familie mit 4, 5 Söhnen und einer Tochter. Und einer dieser Söhne war meiner christlichen Frau verheiratet. Also ich ging die Zedernicker Straße entlang, vorbei an meiner Schule, die ich immer besucht hatte, jeden Tag. Und ging die Ferbeliner Straße, nicht weit. Ich kam dort in die Wohnung, klingelte, fand diese Tante, diese christliche Tante mit ihrem Mann und mit ihrem Schwager. Und schrie, ihr wisst, was los ist, fast alle Leute. Meine Eltern sind schon in der Gilevezzo Straße, mich haben sie zu Hause gesucht. Erzähl ihnen die ganze Geschichte, was können sie tun? Da sagt die christliche Tante zu meinem Onkel, sagt sie, du komm zu mir. Was ist mit mir? Kein Mensch kümmerte sich um mich. Ich verließ die Wohnung und war wieder allein. Und da erinnerte ich mich dann an meinen Freund von der Arbeit. Sagte ich, oh, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich ging in die Corinna-Straße. Das ist alles im selben Dreh. Corinna-Straße zu seiner Wohnung und von Weitem sah ich auch noch ein Lastauto und sah, wie man die Juden auflied auf dieses Lastauto. Ich öffnete die Haustür, stürzte rauf die 2. Treppen und klingelte wie ein Verrückter. Und dann öffnete er, sag ich, Michel, sie kommen alle abholen. Komm, wir flüchten. Da sagt er zu mir, ich sitze mit meinen Eltern vom Frühstück, was willst du von mir? Aber du hast doch versprochen, hast doch gesagt, dass wir gemeinsam flüchten werden. Ich kann meine Eltern in diesem Augenblick nicht verlassen. Was tut man? Auch er enttäuscht mich. Dann, du weißt was? Gib mir die Adresse von deinem Kumpel, von dem du mir erzählt hast. Er überlegt sich und tatsächlich gibt er mir auf einen Zettel, schreibt er die Adresse von seinem Freund. Ich stecke den Zettel in die Tasche, will das Haus verlassen, steht das Lastauto vor der Tür, um ihn abzuholen. Aber ich wusste, dass in diesen Häusern, dass die Höfe verbunden sind, dass man von einem Hof zum anderen durchgehen konnte. Und so ging ich dann durch die Höfe und verließ die Straße auf einen ganz anderen Platz. Und so drehte ich mich herum, ohne zu wissen, was ich tun werde. Ich gehe in der Schönhauser Allee. Viele Menschen laufen dort. Große Straße, große Allee. Plötzlich sehe ich ein bekanntes Gesicht. Boah. Ich kannte ihn aus der Schule, aus der Rickestraße. Er war 2 Klassen über mich. Das heißt, er war viel älter als ich. Wai, Poldi. Was hört sich? Was kommt? Wai, er sagt zu mir, du weißt, ich bin der Gestapo entlaufen, sagt er mir. Sie waren bei mir zu Hause, sie wollten mich abholen, ich war mit meinem Vater. Ich sage, ich gehe mal auf die Toilette, bin rein in die Toilette, raus aus dem Fenster, hier bin ich. Waren wir beide zusammen. Aber was tut man? Geteiltes Leid, das halbes Leid, aber es bleibt dasselbe Leid. Wir drehen uns weiter herum, ein paar Groschen hatten wir in der Tasse, wir aßen irgendwie eine Suppe in einem Lokal. Und er war noch älter als ich. Das heißt, schaut auf das Bild. So sah er aus. Das heißt, er war tatsächlich im wehrpflichtigen Alter. Ich war noch an der Grenze. Was tut man? Also ich war ein einsamer Wolf oder wie, es gibt so einen Ausdruck, ja. Ich war ein Bursche, der allein für sich war. Ich hatte keine Freunde. Ich hatte mit niemandem mich zu beraten, mit niemandem zu sprechen.
Aber er war in einer Gruppe, in einer chinesischen Gruppe, er war in einer Aliyah-Schule. Da ruft man die Schule. Aliyah-Schule, das war eine zionistische Schule. Und hatte viele Freunde. Und sagte zu mir, du weißt, wir gehen zu einer Familie, ich kenne eine Familie, vielleicht können die uns helfen. Und das ist die Familie Beck? Ja. Also wir gehen zur Familie Beck. Da war eine christliche Mutter, ein jüdischer Vater. Wir kamen zu ihr, die Frau öffnete uns die Tür. Er war schon dort in der Wohnung, aber sie erkannte ihn nicht. Ja, wir wollen gerne mit dem Gad sprechen, das war der Sohn. Ja, sagt, wisst ihr denn nicht, die sind doch alle verhaftet worden, sagt sie. Mein Mann, meine Kinder, alle sind verhaftet worden. Und was wird sein? Kein Mensch weiß, was wird sein. Also sie waren dann die Mischlinge. Sie waren in verschiedenen Lagern. Und später überführt man alle diese Mischlinge dann in die Rosenstraße. Ich weiß nicht, ob jemand informiert ist, was jetzt die Rosenstraße, ja, auf alle diese Rosenstraße, die Mischlinge waren dort und die wurden dann später befreit. Ja. Also wir waren bei ihr, sie konnten uns natürlich nicht helfen, wir verließen sie, es wurde abends, wir wollten schlafen, wo geht man schlafen? Sagte ich zu ihm, wir gehen in meine Wohnung schlafen. Wir gehen ins Vorderhaus rauf, über den Boden rüber und gehen ins Hinterhaus runter, auf meinem Stockwerk. Und so taten wir. Ich befreite den Siegel von der Gestapo und wir gingen in die Wohnung und schliefen bei Nacht. Und in der Nacht war Alarm, Fliegeralarm. Die Briten flogen Flieger, die Flugzeuge warfen Bomben in Berlin. Die Scheiben klirrten nur so und wir waren im vierten Stock, selbstverständlich hilflos. Wir schliefen oder schliefen nicht, nicht wichtig, am Morgen mussten wir raus aus der Wohnung. Wir konnten ja nicht in der Wohnung bleiben und drehten uns weiter in der Stadt herum. Ja, und dann sagte ich, du weißt, ich habe eine Adresse, ich muss mal jemanden besuchen, vielleicht kann mir der helfen. Und er sagte, ja, ich weiß, ein jüdischer Leiter von der Aliyah-Schule, der ist schon vorher in die Illegalität gegangen, ich will ihn suchen, ich will ihn aufsuchen. Also trennten wir uns, wir sagten, wir würden uns am Abend wiedersehen. Also er ging zu seinem Freund und ich suchte die Adresse auf, die mir mein Kumpel von der Arbeit gab. Und das ist eine Zeit jetzt, die vielleicht, Herr Aviram, müssen wir entweder aussparen ein bisschen. Sie merken wahrscheinlich, ich glaube, Herr Aviram hat wirklich eine Erinnerung an jeden Tag von in dieser Zeit. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel. Ich kann Ihnen nur empfehlen, auch wirklich das Buch dann zu erwerben und das wirklich ins Detail. Wir können ja eben nicht stundenlang, leider, weil ich glaube, alle würden das gerne zuhören. Sie sind ja zu diesem Herrn Wilschowski gegangen, der war ja auch dann mit einer kommunistischen Gruppe. Sie haben so Unterkunft bei Ihnen in der Laube gefunden für etwa 2-3 Wochen. Sie haben ja dann auch an so kommunistische Aktionen, Sie haben ja Flugblätter verteilt an die Bevölkerung Berlin. Sie sind in der S-Bahn gegangen. Sie können gerne ein bisschen was von erzählen. Wir müssen aber auch natürlich zu Hukraluzi kommen. Also was wollen Sie von mir? Ja, das Problem, meine Damen und Herren, ich habe so viele Fragen noch, aber wir wissen, dass diese Veranstaltung... Also was zuerst? Erzählen Sie ganz kurz über diese kommunistische Tätigkeit. Und dann kommen wir zu Hukraluzi und schauen wir, wie wir dann über die Runden kommen. Also ich kam zu dem Mann, das ist nicht so einfach, ich kam zu diesem Mann, ja, und erzählte ihm, dass sein Kumpel, der frühere Kumpel von ihm, dass er ist eben nach dem Osten gegangen, dass die Gestapo hat ihn transportiert. War sehr traurig. Und dann sagte ich ihm, ich dachte, vielleicht können Sie mir helfen. Stell dich vor, ich bin 16 Jahre alt, ich gehe zu einem fremden Mann, den ich in meinem Leben nicht gesehen habe. Und verlange von ihm, dass er mir Unterkunft gibt gegen den Willen der Nazi-Regierung. Das ist absurd überhaupt,
sowas zu denken, überhaupt zu spekulieren, dass das möglich ist. Also er sagte zu mir, gut, du kommst in 2 Wochen später nochmal zu mir zurück. Ich muss mir die Sache überlegen. Und dann kam ich ja 2 Wochen später zu ihm zurück und da sagte er dann zu mir, ich gebe dir meine Laube in Karlshorst. Und dann bekam ich dann die Laube in Karlshorst und in der Laube war ich 7 Monate. Jede Nacht habe ich dort geschlafen und am Tage bin ich dann in die Stadt gefahren. Aber was? Später kam noch ein Bursche dorthin zu mir. Der hieß Viktor, der war viel älter als ich. Aber wie es so ist in der Untergrundbewegung, in der wahren Untergrundbewegung, man spricht nicht viel, man erzählt nicht viel. Wir lebten beide zusammen und außer seinem Namen wusste ich überhaupt nichts von ihm und er wusste nichts von mir. Und meine Freunde von dem Hoka Kaluzi wussten nicht davon, dass ich mit einer kommunistischen Gruppe verbunden bin. Ja, und dann eines Tages bekamen wir die Aufforderung, zu unserem Vermieter zu kommen. Und er sagte uns, wir haben euch auserwählt, dass ihr Flugblätter in Berlin verteilt. Wir wollen, dass ihr sie verteilt in den Zügen, in den S-Bahn-Zügen. So bekam jeder bekam eine 50 Flugblätter und wir wurden eingeteilt. Einer fuhr in den Westen und einer in den Osten und jeder hatte dann diese Flugblätter am Arm, wenn es dunkel war. Es war ja tatsächlich dunkel, es war ja alles verdunkelt wegen der Flugzeugangriffe. Ja. Und wir verteilten die Flugblätter natürlich in leere Abteile. Wir haben nicht verteilen können, wenn Menschen in der Abteilung waren. Haben wir auf Bänken gelegt, haben auf Tische gelegt. Nachher ist dann jemand gekommen, der hat es dann gesehen, hat es dann gelesen. Und so verteilten wir die Flugblätter und wir taten es nicht nur einmal, wir machten es mehrere Male. Er ruft mich auch und er gab mir dann eine Waffe und dann war ich ständig auch mit einer Waffe unterwegs. Mhm. Aber in dieser Zeit, in diesen 7 Monaten, haben Sie dann auch Anschluss an diese jüdische, zionistische Jugendgruppe. Und ich springe ein klein bisschen vorwärts. Also, und der Leiter, oder ja, einer der Leiter dieser Gruppe war Yitzhak Schwersens. Ich habe seinen Namen eingangs dann erwähnt. Er hat dem Jüdischen Museum Berlin auch einige Sachen aus dieser Zeit dann überlassen. Und hier sehen wir ihn mit Edith Wolf, die eigentlich diese Organisation gegründet haben. Yitzhak Schwersens war Lehrer in dieser Aliyah-Schule, die Herr Aviram dann schon erwähnt hat. Und es gab eine kleine Anzahl von Jugendlichen, die in dieser Gruppe waren. Ich versuche zurückzukommen. Also hier sehen wir, das ist ein kleines Heft, was im Archiv des Jüdischen Museums sich befindet, eine Stiftung von Yitzhak Schwersens, die er angefertigt hat nach seiner Flucht in die Schweiz Anfang 1944. Darüber werden wir kurz reden. Und hier sehen wir eine Liste von den Mitgliedern von Huk Haluzi, von diesem Kreis der Pioniere in 1943. Und wir sehen auch hier, dass wir sehen auch Zvi Aviram als Zvi Abrahamson. Also alle Jugendlichen haben eine hebräische Name dann gehabt damals, aber sie haben ebenso ihre Familiennamen. Wir sehen eben die Geschwister Beck. Wir sehen auch dann der Yehuda Chones, das ist der Leopold Chones, das ist der Poldi, den wir vorher gesehen haben, und dann einige andere. Und sie sind dorthin gekommen und sie waren öfters bei dieser Gruppe, ohne eben bei ihnen Unterschlupf zu bekommen. Sie waren ja in der Laube und haben sich dann immer wieder mit der Gruppe getroffen. Und ich würde Sie bitten, mal uns zu erzählen über die Aktivitäten dieser Gruppe. Was haben Yitzhak Schwersens eigentlich erreichen wollen? Wie sind Sie umgegangen? Sind Sie mit allen sehr eng befreundet worden? Was haben Sie unternommen? Ich habe ein paar Bilder, die ich dann zeigen werde, während Sie uns erzählen. Und Yitzhak Schwersens hat am 27. Februar 1943 hat er den Huk Haluzi gegründet. Mit wenigen Menschen. Aber er verstand, dass in Berlin werden Jugendliche sein
Und er wollte diese Jugendliche organisieren und wollte ihnen Hilfe geben. Nur, nicht nur Hilfe, materielle Hilfe, sondern auch ideologische Hilfe, um sie irgendwie mentalisch zu helfen, um diese schwere Zeit zu überleben. So bin ich dann mit dieser Gruppe zusammengekommen und habe tatsächlich zum ersten Mal Freunde gefunden, habe Menschen gefunden, mit denen ich mein Leid teilen konnte, mit denen ich meine Geschichte erzählen konnte und die mir ebenfalls ihre Geschichte erzählten, sodass wir verbunden waren. Und wir fühlten auch, dass wir uns gegenseitig trauen können. Das Poldi war auch in dieser Gruppe. So waren wir zwei Leute, die wir eng zusammen waren. Ja, was Yitzhak wollte, dass wir uns jede Woche einmal treffen. Es war nicht wichtig, wo. Es war ein Park, irgendwelche öffentliche Plätze. Aber es war natürlich sehr gefährlich. Und dass wir dann zusammenkamen und dass wir dann sprechen über Palästinakunde und so weiter. Und wir fuhren auch außerhalb von Berlin, wir fuhren nach dem Grunewald und trafen uns dort im Grunewald, um dann dort zusammen zu sein. Und so kam es dann, ihr seht hier das Bild zum Beispiel, das ist im Grunewald. Und dann feierten wir auch die Feiertage, feierten wir zusammen. Sodass es gab uns einen geistigen Zusammenhalt. Und wir lebten Palästina. Und wir sagten, wir wollen nach Palästina gehen. Und er gab uns eine ideologische Basis. Das war nicht nur das Überleben, sondern es war das Überleben auch mit einem bestimmten Ziel. Nicht wie alle anderen illegal lebenden Leute, die nur überleben wollten, sondern wir waren auch ideologisch orientiert. Und ihr werdet im Laufe der Zeit verstehen, was das heißt. Und diese Fotografien, die wir sehen, meine Damen und Herren, das sind wirklich äußerst, äußerst seltene Zeitdokumente. Also diese Fotos sind gemacht worden 1943 und zeigen, und es ist wirklich, müsst ihr überlegen, eine von den wirklich wenigsten, vielleicht ist es die einzige jüdische Jugendgruppe in dieser Zeit, die wirklich als Gruppe versucht zu überleben. Nicht, dass sie zusammenleben, aber sie kommen zusammen, sie feiern jüdische Feiertage. Hier sehen wir eine Fotografie, was im Frühling 1943, das war die Feier von Shavuot, was gefeiert wurde. Und also das heißt, dass die jüdische Religion und eben auch natürlich die zionistischen Ideen würden dann weitergegeben und auch besprochen. Die Gruppe hat eine große Umwandlung dann gefunden, nachdem dann Yitzhak Schwersens dann gegangen ist. Aber auch damals war auch eine Absicht der Gruppe zu versuchen, auch dass Leute aus dem Land kommen. Also nicht nur überstehen in Berlin, aber gucken, ob es Fluchtmöglichkeit dann geben werden. Das hat ja sehr lange Zeit nicht, kurz vor Rosh Hashanah 1943, zu der Rosh Hashanah-Feier ist Leopold Hoeneß nicht erschienen. Er ist verhaftet worden von der Gestapo. Er hat diesen Haft dann nicht überlebt. Und zwei Monate später, im November 1943, ist Heinz Abrahamson auch dann verhaftet worden von der Gestapo in der Laube in Karlshorst, was er vorher erzählt hat. Was ist da vorgefahren? Sie schreiben in Ihrem Buch... Wir haben noch zuerst ist Evo verhaftet worden. Nein, Entschuldigung, dass ich jetzt ein paar Sachen jetzt überspringe. Aber das ist ausschlaggebend, ja. Bitte. Ja. Also wir haben auch nicht davon gesprochen, dass es mir ist es gelungen, irgendwie originelle, wie sagt man, die originelle Lebensmittelkarten aus der Reichsdruckerei zu bekommen. Und die kaufte ich und ich verkaufte sie weiter. Und diese Papiere, die waren sehr, sehr wichtig. Und mit diesen Papieren konnte man tatsächlich leben. Denn das waren originelle, gültige Lebensmittelkarten, die man jeden Monat ausstellte.
Und jeder Deutsche bekam eben jeden Monat eine neue Karte, die er dann im Laufe des Monats benutzen konnte. Ja, also diese Karten vertrieb ich dann mit EWO zusammen. Das war eine ganze Organisation, die wir aufbauten. Und dann neben uns gab es noch eine Organisation von Kaufmann, wo viele 50 Leute waren. Also wir übernahmen diese Karten und wir lieferten die Karten. Aber durch diese Karten wurde dann eine Familie verhaftet. Und wie es so ist, sie hielten nicht stand bei den Verhörungen und sie gaben den Namen von EWO preis. Und dann wurde EWO erstmal unsere Leiterin, die das Herz der Gruppe war, wurde verhaftet. Das war ein großer Schlag für uns. Und irgendwie mussten wir diesen Schlag überwinden. Dann hat eine Verwandte von Yitzhak hat dann diesen Posten übernommen, ja, Eva Fleischmann. Ja. Und dann wurde dann Poldi verhaftet. Das war noch schlimmer. Und ich wurde verhaftet. Aber was ist der Unterschied? Was ich vorher betonte, wir hatten ein ideologisches Ziel. Und wir wussten, dass es schon verboten ist, unsere Kameraden zu verraten. Es ist verboten, irgendjemand preiszugeben. Alle anderen Leute, die damals gefasst wurden, haben irgendwie geplaudert, haben irgendwie wieder andere Leute in Gefahr gebracht. Nur in unserer Gruppe, wir waren drei Leute, die gefasst wurden. Und trotzdem wir alle von den Nazis geschlagen wurden und misshandelt wurden, ne, haben wir alle standgehalten und haben niemanden verraten. Und so konnte die Gruppe auch weiter noch existieren. Also eines Tages will ich nur von meiner Verhaftung sprechen. Ich war in der Laube und in der Nacht kamen zwei Gestapo-Leute und sie holten mich aus meinem Schlaf und sie fanden bei mir Lebensmittelkarten und zu meinem Glück fanden sie keine Flugblätter. Und dann wurde ich in die Gestapo-Haft gebracht und kam zu dem SS-Schergen Doberke, der berühmt war, dass er jeden Neuinhassen erstmal total zerschlug. Und dasselbe tat er mit mir, bis ich auf dem Boden lag. Ich wurde vollständig zerschlagen von ihm. Und da kam ich in eine Einzelhaft und später kam ich dann zu verhören. Und musste den Gestapo-Schergen, musste ich ihnen erzählen, was ich vom ersten Tag meines illegalen Lebens bis zum 18. November, wo ich geschnappt wurde, was ich in dieser Zeit getan habe, und mit wem ich in dieser Zeit in Verbindung war und mit wem ich gehandelt habe, mit den Lebensmittelkarten, alles wollten sie von mir wissen. Und da saß ich dann da, als 16-jähriger Junge, saß ich dann bei der Verhandlung und ich schwitzte, ich stotterte, ich war total erschöpft und die Verhören waren sehr, sehr schwer. Irgendwie gelang es mir, mich auf den Füßen zu halten und irgendwie gelang es mir auch, viel zu erzählen und nichts zu verraten. Und so konnte ich Zeit gewinnen, denn am 7. Dezember war ein Transport nach Auschwitz und da es ihnen wichtig war, die Händler zu finden, von denen ich die Lebensmittelkarten erhielt, hielten sie mich noch in Berlin. Und sie gingen dann mit mir in den Rosenthaler Platz bei Aschinger. Und ich sagte ihnen, jeden Ende Monats bekam ich die Lebensmittelkarten für den kommenden Monat. Und dann saßen wir dann dort und warteten, dass jemand kommen wird, um mir die Karten zu bringen, zu verkaufen. Selbstverständlich, da kam niemand. Und so gingen wir zweimal und ohne Erfolg. Und ich sagte ihnen, sicherlich habt ihr gespürt, dass ihr mir auf die Pelle gesessen habt. Ich habe es ihnen gesagt. Und wie ich dann so in der Zelle war,
da hatte ich da ein schreckliches Erlebnis. Und eines Tages wurden plötzlich drei Mitglieder von unserer Gruppe verhaftet und ins Sammellager überführt. Und diese Gruppe war die Familie Seidmann. Die Familie Seidmann, die zwei Kinder waren zwei in unserer Gruppe. Und der Vater, der selbstverständlich, er war ein älterer Mann, der war nicht in der Gruppe. Hier sehen wir die Namen von Mosche und Erster Seidmann. Warum wurden die Leute verhaftet? Die gesamte Familie von vier Personen ging an diesem Abend in die Staatsoper, um eine Oper zu sehen. Und wie sie aus der Oper herauskamen, standen draußen die Greifer von der Gestapo und warteten, ob dort Juden in dieser Oper, bei dieser Operstellung war. Und sie erkannten, wer jüdische Leute waren, und sie fassten drei Personen von der Familie. Gerade die Frau, die gehbehindert war, ja, die fassten sie nicht, sondern nur den Vater und die zwei Kinder. So wurden die drei zu mir in die Zelle gebracht. Die Gestapo wusste nicht, dass wir verbunden waren. Und wie die drei dann in die Zelle kamen, da sagten wir, wir müssen sehen, dass wir von hier flüchten. Wir müssen irgendwie einen Plan entwickeln, um aus diesem Gefängnis herauszukommen. In der Zelle gab es große Fenster. Und diese Fenster waren vergittert. Mit horizontale und vertikale Eisenstangen. Und diese Eisenstangen waren mit Nieten verbunden. Und wir sagten, wenn es uns gelingt, eine Niete zu öffnen, dann wird es möglich sein, den horizontalen Eisen auseinanderzuschieben, um dann vielleicht mit dem Körper herauszukommen. Aber wo bekommt man ein Instrument, um das durchzuführen? Bei jedem Fliegeralarm mussten wir die Zelle verlassen und versammelten uns in dem Laufgang. Und an unserer Seite gab es einen Raum, wo die Luftschutzwarte ihre Instrumente aufbewahrten. Und bei diesen Instrumenten gab es eine Picke. Und wir nahmen diese Picke und versteckten sie in unserer Zelle. Und einen Tag später nahmen wir die Picke und schoben sie zwischen die zwei horizontalen Eisenstangen. Und der Vater und ich, die Picke war mit einem langen Holzgriff und wir beide hängten uns an diesem Holzgriff und gaben einen großen Schwung und die Niete öffnete sich. Und da konnten wir sehen, dass es tatsächlich möglich war, die horizontale Eisenstange zu verschieben. Also was soll ich euch sagen? Es gab so einen lauten Knall wie ein Pistolenschuss. Wir hatten solche Angst in diesem Augenblick, das wird jemand draußen hören. Draußen war ein Laufgang außerhalb des Gebäudes. Ein Laufgang, wo ein Polizist ständig auf und ab ging. Und in der Nacht war es erleuchtet. Und gegenüber dem Laufgang, 3 Meter Entfernung, war ein Zaun für den jüdischen Friedhof. Und dieser Zaun war gerade gegenüber von unserem Fenster unten beschädigt, sodass man sehen konnte, dass man unter Umständen den Zaun von unten hochheben kann, um unter den Zaun durchzugehen. Wir sagten, wir müssen den Weg finden, die Zeit finden, wann zu flüchten. Und das war einige Tage vor Silvester. Wir sagten in der Silvesternacht, das ist der Zeitpunkt. In der Silvesternacht um 10 Uhr fing der Flugalarm an. Die Alliierten bombardierten. Sie löschten die Scheinwerfer draußen. Und dann ging erst einmal der Vater, zwängte sich durch die Eisenstangen
und ging unter den Zaun und weg war er. Danach geht Moritz und ich, gingen wir denselben Weg. Wir sahen schon nicht mehr den Vater. Wir gingen über den Friedhof, über den jüdischen Friedhof und über die Steinmauer auf der anderen Seite in der Sophienstraße und rannten so schnell wie wir nur konnten. Und es war Fliegeralarm, es war verboten, auf der Straße zu sein. Und die Luftschutzwarte kamen raus und schrien uns an, was macht ihr draußen? Wir suchen Hilfe, wir sind gerade bombardiert worden, schrien wir zurück. Und dann sagt Mäuschen, Moritz, sag zu mir, Zwie, du kommst mit mir in die Laube. Und dann gingen wir in seine Laube und dort blieben wir einige Wochen. Also ein wundersames Entkommen aus der Haft. Die Esther sagt, man hat es nicht geschafft, an dem Abend dann rauszukommen. Und ihr Vater und Bruder sind später dann wieder verhaftet, haben aber auch den Krieg überlebt. In der Große Hamburger Straße zuerst. Und dann waren die Seidmanns auch im jüdischen Krankenhaus am Ende. Sie waren im Gefängnis, glaube ich, die ganze Zeit, da in Prenzlauer Berg. Ja. Also Herr Aviram ist ja entkommen. Und kurze Zeit danach, im Februar war das, dass Yitzhak dann es geschafft hat, in die Schweiz zu fliehen? In der Zeit, wo wir im Gefängnis, in der Haft waren, gelang es Yitzhak, seine Flucht in die Schweiz zu organisieren. Es war eine Gruppe von frommen christlichen Frauen, die bereit waren, Juden zu helfen, die in die Schweiz zu flüchten. Und tatsächlich, er organisierte sich Militärpapiere und er musste zusammen mit einer Dame fahren und es gelang ihm, in die Schweiz zu flüchten. Ich will nicht die ganze Geschichte dazu. Und wie er dann in die Schweiz kam, da setzte er sich dann in Verbindung mit dem Hechalutz. In der Schweiz saß ein Abgeordneter des Hechalutz, Nathan Schwalb, der diese ganze Korrespondenz mit den illegalen jüdischen Gruppen in Europa führte. Es gab nicht nur in Berlin, es gab in allen Städten, überall gab es Gruppen, die sich versteckten, ob es in Brüssel war, ob es in Bratislava war oder in Budapest, nicht wichtig wo, alle diese Leute waren mit ihm in Verbindung und alle brieflich im Verbrennen. Und wir nachher waren auch brieflich mit ihm in Verbindung. Und der kam dann zu ihm und es gelang ihm dann, Hilfe zu organisieren. Und er schickte uns einen Schweizer Diplomaten nach Berlin und er überbrachte uns dann 100.000 Reichsmark, um die Gruppe aufzubauen. Und so gelang es uns dann, mit diesen Geldern viel leichter Menschen zu helfen, sodass wir auch noch andere Leute helfen konnten und nicht nur so eine kleine Gruppe waren. Wir konnten mit diesen Geldern Papiere kaufen, wir konnten Wohnung ausfinden, wir konnten Lebensmittel kaufen, wir konnten alles organisieren. Die einzige Möglichkeit, die wir nicht fanden, ist in die Schweiz zu flüchten. Denn eines Tages versuchten wir eine Flucht für Margot Beck zu organisieren und sie fuhr mit einem Abgesandten von der Schweiz zur Schweizer Grenze und tatsächlich schickte sie dann den Weg um die Richtung der Schweiz und sie verpasste irgendwie eine Zugverbindung? Wie sagt man? Eine Verbindung oder? Ja. Sie verpasste irgendwie eine Stelle, wo sie hätte geradeaus gehen können oder weiter, nicht wichtig, verpasste eine Stelle und wurde dann von einer deutschen Gruppe Soldaten angehalten, die dann zu ihr sagte, aber meine Dame, was suchen Sie dann da? Was machen Sie dann hier? Ja, sie verstand nicht, dass sie flüchten wollte, in die Schweiz flüchten. Ja. Aber in diesem Augenblick war natürlich die Flucht misslungen und sie kehrte nach Berlin, zerbrochen nach Berlin zurück. Das war die einzige Möglichkeit, die wir hatten, um in die Schweiz zu flüchten. Denn in der Zwischenzeit wurden die Helfer, die die Juden in die Schweiz
halfen, die Brücke, die Grenze zu überschreiten, wurden geschnappt, sodass es nicht mehr möglich war, auf diesem Weg die Schweiz zu erreichen. Ja. Ja. In dieser Zeit hat Herr Aviram zusammen mit Gerd Beck eigentlich die Gruppe Chukralutsi eigentlich geleitet. Und wie er erzählt hat, Hauptziel war, so viele in der Illegalität lebenden Judinnen und Juden zu helfen, diese Zeit zu überstehen. Das war ihre ganze Energie, ihre ganze Kraft ging dahin, zu gucken, dass Leute wirklich dann gerettet werden. Es ist ja ganz klar, wir reden über 1944, der Krieg hat schon längst eine Wende genommen und es war eine Frage der Zeit, das wussten alle, dass irgendwann wird der Krieg zu Ende gehen, aber die Frage war natürlich, wann. Also sie haben diese Arbeit dann betätigt, in dieser Zeit dann fiel auch dieser versuchte Attentat auf Adolf Hitler, darüber schreiben sie auch in ihrem Buch. Sie sind ja auch in dieser Zeit, diese Monaten, den ganzen 1944 waren sie an verschiedenen Stellen. Sie hatten ja auch, wir haben über Marie nicht gesprochen, vielleicht können Sie ein paar Worte über Marie Grünberg, ihre Tante, dann sprechen, die diese Laube hatte in Blankenburg, wo auch ein anderer Onkel von Ihnen und auch anderen dann die Zeit dann überstanden haben. Sie haben aber auch dort, glaube ich, nur ganz vereinzelt Nächte haben Sie dort verbracht, oder? Ja. Tante Marie, das ist eine ganz besondere Geschichte. Das ist die christliche Frau eines Onkels. Ja. Und sie hatten ein kleines Haus, so wie sie eben, ja, dieses Häuschen in Blankenburg. Dieses Haus war nicht registriert, dass sie dort wohnten. Sie hatten außerdem ein Haus in Berlin, wo sie registriert waren. Sodass dieses Haus der Gestapo nicht irgendwie registriert war. Aber sie wollte mir nicht helfen. Aber sie half ihrem Schwager, sie nahm ihren Schwager auf. Und der Schwager, der war vorher bei jemand anderen untergebracht. Bei einem Freund, der mit ihm zusammen bei der Reichsbahn arbeitete. Es war ein polnischer Jude, der es schwer in Deutschland hatte und keiner mochte ihn. Und er war sozusagen der einzige Freund von diesem polnischen Juden. Und da war Martin erst die erste Zeit illegal, war er bei ihm untergebracht, um dann später nach Blankenburg zu ziehen, zu seiner Schwägerin, um dort zu leben. Dort lebte er dann in Blankenburg bei seiner Schwägerin bis zur Kriegsende. Aber was passierte mit seinem Freund, diesem polnischen Juden? Er wohnte mit diese Dame war eine Freundin von ihm oder vom Kirchmann? Das habe ich jetzt nicht mehr gehört. Er wohnte mit einer Dame bei einem Christen. Zwei Leute, ein jüdischer Mann, eine jüdische Frau, sie wohnten bei einem Christen, der von der Armee befreit war, angeblich Hörbeschwerden, ja. Und eines Tages wurde er dann wieder von einem Arzt untersucht und der Arzt schrieb es in den Kuvert, dass der Mann simuliert, dass der Mann hört alles, aber er simuliert und er glaubt ihm nicht, dass er schwerhörig ist. Und das heißt, wenn er mit diesem Papier zum Wehrkommando kommt, dann schickt man ihn auf ein Himmelfahrtskommando. Und davor hatte er Angst, so beschloss er, dass er will die Illegalität gehen. Und da fielen dann diese drei Leute auf Tante Marie. Da kamen sie zu Tante Marie und baten sie, dass sie bei ihr wohnen wollten. Und sie ließ sie wirklich rein. So hatte Tante Marie 4 illegal lebende Leute bei sich zu Hause. Und dieser Jude, dieser polnische Jude, das war der Mann, der mir die Lebensmittelkarten verkaufte. Und wie ich dann geschnappt wurde, da sagte Tante Marie, ich kann euch nicht mehr im Haus halten.
Der Zwie wird plappern, der Zwie wird irgendwas erzählen, die Gestapo wird hierher kommen, wird euch schnappen. Also da schickte sie dann alle vier weg, ihren Schwager schickte sie zu einer Nachbarin, wo sie wusste, dass der Mann ist ein Kommunist in Gefangenschaft in Russland und die Ehefrau lebte alleine, da schickte sie ihren Martin, ihren Schwager und der lebte dann dort und das Haus war sozusagen frei. Und dann, das ging nun einige Wochen und sie sah, dass nichts passiert. Und die Leute, die drei Leute, die sie wegschickten, die wussten nicht, wo zu sein, die waren auf der Straße. Und sie kamen zu ihr zurück und sie baten sie flehentlich auf Knien. Marie, lass uns wieder rein. Wir wissen nicht, wo zu sein. Wir haben keine Bleibe. Und da ließ sie wieder rein. Und sie hoffte, dass alles gut vorübergeht. Und da ich nichts verraten hatte, war alles in Ordnung. Und sie lebten dort bis Kriegsende. Der Martin und die drei Leute lebten bis Ende des Krieges bei Tante Marie. Herr Aviram hat es aber nicht geschafft, in der Illegalität bis zum Kriegsende zu bleiben. So im Frühling, in Ihrem Buch schreiben Sie, im März kam ein Vorschlag, es sind auch viele, viele Personen, die wir heute Abend nicht genannt haben, aber war der Vater von Hans Löwenstein. Und der auch diesen Bruder Wallach. Der Bruder Wallach, genau. Aber es kam ein Vorschlag, Sie hatten noch Geld bekommen, Sie haben noch Geld aus der Schweiz gehabt, und der Vater von Hans Löwenstein dachte, es wäre ganz gut, mal, wo der Krieg definitiv vorbeigeht, für diese Geld Wertgegenstände, die einfach mehr Wert haben werden als Geld am Ende des Krieges. Und das erwies sich als katastrophal. Gut, aber doch würde ich gerne von dem Wallach doch ein paar Worte. Haben Sie Zeit heute Abend? Ja. Wir hatten Freunde auf einem Gut außerhalb Zerlin, mit denen wir auch in Verbindung waren, die auch von der zionistischen gruppiert waren. Und die lebten dort und arbeiteten dort bei einem Bauern. Und wir sagten, ihr seid vorsichtig, eines Tages wird Gestapo kommen, wird euch schnappen. Wir werden uns in die Wälder hier ringsherum verstecken. Und eines Tages kam die Gestapo, schnappte sie. Da haben sie in die große Hamburger Straße, in der Schulstraße. Nahmen sie die Schulstraße und wollten sie nach dem Osten schicken. Und wir hörten davon. Und wir setzten uns mit ihnen in Verbindung. Wir sagten ihnen, wir wollen euch befreien. Es liegt an euch. Wir sind bereit, euch zu befreien und ihr könnt bei uns dann draußen sein. Und so beschlossen wir, eines Tages, sie arbeiteten für die Gestapo-Leute außerhalb des Lagers, alle drei Brüder, auf verschiedenen Plätzen. Und wir sagten ihnen, einem bestimmten Tag und eine bestimmte Uhrzeit, wenn ihr macht eine Pause, verschwindet ihr. Und wir werden euch sagen, in welche Wohnung ihr kommen sollt. Und tatsächlich, sie verschwunden, alle drei, vier Leute. Und sie verschwanden und sie versteckten sie in einem Versteck, erstmal zeitlich, nachher verteilten wir sie in verschiedene Wohnungen. So retteten wir noch vier Freunde von der zionistischen Gruppe. Und jetzt wollen wir zurückkommen zum Ende des Krieges. Es war tatsächlich so, wir hatten viel Geld aus der Schweiz und dieser Herr Löwenstein, der ein Börsenmakler war, der viel von Geld verstand, ja, der machte uns dann den Vorschlag, wir sollen ein paar Juwelen kaufen. Und dann hatten wir einen Mittelsmann und dieser Mittelsmann war ein herzensguter Kerl, aber er fiel dann in die Hände eines Spitzels. Dieser Spitzel verkaufte ihm dann die Juwelen. Das heißt, er gab ihm die Juwelen, ohne irgendwie ein Geld zu bekommen. Und wir kamen dann dieser Mittelsmann kam dann zu Herrn Löwenstein mit den Juwelen und der Löwenstein sagte zu ihm,
Ja, sag mal, und er gab ja die Juwelen, ohne irgendwie eine Geldsumme zu bekommen? Sagte er, okay, ja. Ach, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung hier. Und tatsächlich, das war ein Spitze von der Gestapo. Und dadurch fiel dann der Mittelsmann auf. Und der Mittelsmann verplapperte sich und erzählte die ganze Geschichte. Und dann wurden wir eines Nachts, wir waren in der Wohnung, in unserem Hauptquartier, wurden wir wieder von zwei Gestapo-Leuten wurden wir geschnappt und in das Gestapo-Lager gebracht. Aber das war schon, diesmal war schon eine andere Geschichte. Das war schon im März 1945. Berlin war noch Berlin. Gestapo war noch Gestapo. Aber Deutschland war schon nicht mehr. Deutschland wurde schon besetzt von allen Seiten. Das heißt, der Apparat arbeitete nicht mehr so wie früher. Aber trotzdem brachten sie uns dann in den Obersturmbannführer Müller. Und wir wurden dann verhört. Und der Gatt war in einem Zimmer und ich war im zweiten Zimmer. Und ich wurde dort verprügelt. Und dann sagten sie dem Gatt, du hörst, wie er wird verprügelt, du hörst es. Ja, also wir kamen auch aus diesem, sie waren total überrascht, die Gestapo. Sie hörten von einer ganzen Organisation, die dann mit der Schweizer Gesandtschaft in Verbindung war. Und die auch irgendwie Verbindung hatten zu Leuten, die irgendwie auch nur zur Spionage, zur Abwehrspionage gehörte, von der deutschen Abwehrspionage. Also das war schon nicht mehr dasselbe wie früher. Wir wurden verhört, aber man schickte uns dann eben zurück zur Haft. Und dann, eines Nachts war ein Fliegeralarm und eine Bombe fiel auf unserer Seite des unserem Flügel, des Gefängnisses. Und Gatt war mit noch einem Kameraden in diesem Keller und er wurde total verschüttet. Der Freund stand auf der einen Seite frei und Gatt war auf der zweiten Seite total verschüttet vom ganzen Haus. Die Bombe explodierte nicht, aber sie führte dazu, dass die ganzen Balken, alles fiel herunter. Und da kam dann der Gestapo-Führer und sagte dann, wer diesen Mann ausbuddelt, den befreie ich auf der Stelle. Und dann war ein Jude aus Algier, und er fing dann an zu arbeiten und er konnte schon beinahe den Gatt befreien und dann fiel wieder alles zusammen. Und dann fing er noch einmal an zu buddeln und dann fing an das Wasser aufzugehen. Und der Gatt schrie, befreit mich, zieht mich raus, mit Beine, ohne Bein, zieht mich nur raus hier. Und am Ende schleppten sie ihn raus, mit Beine und schleppten ihn ins Krankenhaus. Und dort lag er dann in einer Station. Der Krieg schon war weiter zu Ende. Alles war Chaos war in Berlin. Und das wurde jeden Tag schlimmer. Und der Kampf um Berlin wurde immer härter. Und wir saßen alle in dem Gefängnis. Und da bekam der Duberke den Befehl, alle zu erschießen. Er führte dieses Lager von 1941, ich weiß nicht genau, bis 1945. Ich weiß nicht, wie viele Leute er zerschlug in dieser Zeit. Aber er hat niemals einen erschossen, niemals einen ermordet. Und jetzt wollte man von ihm, dass er uns alle ermordet. Und es gab eine jüdische Administration in diesem Platz. Vielleicht sollen wir, entschuldigen, dass ich unterbreche, weil es ist wichtig, dass das Publikum weiß, dass dieses Gefängnis war im jüdischen Krankenhaus, also die iranische Straße, Ecker-Schul-Straße. Das war auch die letzte Sammellager für die Juden, die bis ins Frühling 1945 auch weiterhin deportiert wurden. Und in dieses Krankenhaus, dann war auch im Betrieb
die gesamte Kriegszeit, um eben die Juden, die in Mischehe lebten und nicht deportiert wurden, dann zu behandeln. Dort hat die Gestapo ebenso auch ein Gefängnis dann eingerichtet, war auch Sammellager und da fielen die Bomben. Wir sind jetzt wirklich in den zweiten, dritten Wochen von April. Da findet das statt, da im Wedding, wo das jüdische Krankenhaus heute dann noch besteht. Und Herr Aviram, Sie waren ja auch dabei zu erzählen, also Herr Dobberker bekam diesen Befehl, alle Insassen, die noch dort waren, dann zu erschießen. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie es dann, wie Sie an die Reihe gekommen sind. Eine ganze Reihe von Insassen sind entlassen worden. Da muss man auch sagen, das weist uns Herr Aviram in sein Buch hin. Die überwiegende Mehrzahl von diesen anderen Insassen waren Kinder oder von Mischehen, beziehungsweise Menschen, die in Mischehen lebten. Bei Herr Aviram war das nicht der Fall. Und Herr Dobberker, sind Sie schon begegnet? Er hat Sie schon im November 43 traktiert. Er hat Sie dann wieder dann zusammengeschlagen im März 1945. Und Sie standen vor ihm und da hing Ihr Leben an einem Faden. Und was ist da passiert? Also man entließ alle Leute. Alle Leute bekamen den Entlassungsschein. Sie verließen nicht das Lager, aber sie bekamen den Entlassungsschein. Denn die Leute hatten nicht wo zu gehen. Er hat sie befreit, aber sie waren alle noch in deutschen, das Gebiet war noch in deutschen Händen. Das war noch nicht, die Russen waren noch nicht da. Das heißt, jederzeit konnte ein SS-Kommando, ein Wehrmachtskommando konnte und konnte alle erschießen. Das war alles auf dem Papier. Das war entlassen, gut, wirst du entlassen. Und dann kamen unsere Zelle, wir waren die Letzten, Gatt und ich. Und kam in die Zelle und er hasste mich. Und er zog die Pistole, sagte zu mir, du weißt, was ich dir jetzt anzug könnte. Und ich stand da, ich konnte mit dem Blick starren. Der Mund war ganz trocken, ich konnte selbst wenn ich wollte, konnte ich kein Wort herausbringen. Aber Hula Kachete, er nahm die Pistole und steckte sie wieder ein und sagte dann zu dem Leutnant, sagte, gib ihm die Papiere und verließ uns. Und das war der letzte Augenblick, der entscheidend war, ob ich am Leben bleibe oder ob ich die Zeit nicht, ob ich nicht am Leben bleibe. Und dann bekam ich dann ebenfalls diesen Passierschein und dann fing er an, gut, in diesem Augenblick lachten wir und weinten wir und tanzten wir in der Zelle. Oh, wir fühlen uns in den Armen und irgendwie, man hat sich irgendwie was befreit, ja? Irgendwie was ist runter. Aber das war das Ende der Geschichte. Nicht ganz, in Ihrem Buch beschreiben Sie auch. Aber nee, weil das ist ja, das war hier, wir sehen auch das Datum, 22.05.1945. Und da gab es auch 22.04. natürlich. Aber wie ich auch eingangs erwähnt habe, es wurde in Berlin gekämpft. Die Kapitulation dann fand am 2. Mai statt, aber im Wedding wurde noch geschossen bis zum 3. Mai. Und dann endlich war das vorbei und dann beginnt eine Zeit, worüber wir eigentlich nicht eingehend mehr reden können. Aber ich zeige ein paar Fotos auch aus Ihrer. Also Heinz Abrahamson hat diese Zeit dann überstanden. Der ist dann kurz danach, 2 Monate später, ist er dann in die amerikanische Zone gegangen. Also Berlin war ja von den Sowjets besetzt und die Amerikaner und Briten sind erst Anfang Juli dann nach Berlin dann reingekommen. Zvi Aviram, hier links zu sehen, und Gerd Beck sind gemeinsam dann nach Süddeutschland, in die amerikanische Zone, nach Bayern dann gegangen. Es gibt viele Geschichten. Sie haben dann für die Jewish Agency gearbeitet. Sie haben dann, das war ein Teil von der UNRWA, die haben ja auch eine Gruppe von Kranken dann geholfen und gerettet. Und da ging ihre Arbeit natürlich um die DPs, eben zu sehen, dass die DPs, die Displaced Persons, von denen es dann fast 300.000 in Deutschland dann gab nach dem Krieg,
dass sie wirklich in Deutschland nicht bleiben mussten, dass sie nach Palästina kommen konnten und haben natürlich auch dieses Ziel vor Augen gehabt, nach Palästina dann zu kommen. Es gibt auch interessante Geschichte, das ist ein fingiertes Papier, was Sie selber, glaube ich, dann angefertigt haben, wo, wenn Sie das sehen können, meine Damen und Herren, Sie sehen, dass hier dass der Name von Herr Abrahamson, Heinz Abrahamson, ist angegeben. Und es, sein Schicksal ist es, dass er in Auschwitz war, vom November 1943 bis zum 20.04.1945. Herr Aviram, Sie haben mir vorher erzählt, dass Sie haben ja für fast jeden irgendein gefälschtes Papier, um zu zeigen, welche Notlage da war, um Druck auszuüben an den Amerikaner, an den UNRWA, diese Leute rauszulassen. Sie haben später dann zusammen mit der Bricha, mit der Untergrundsorganisationen, jüdische Untergrundsorganisationen, um eben die DPs und andere Überlebenden illegal dann nach Palästina dann zu bringen. Ich gebe Ihnen das Wort kurz und werde ein bisschen dann weiter durchgehen. Was soll ich sagen? Das ist zu weit. Es war eine turbulente Zeit, kann ich Ihnen sagen. Deutschland nach dem Krieg, kein Mensch hat geglaubt, dass Deutschland wieder aufstehen kann. Das war katastrophal. Die Städte und die ganzen Verbindungen, die Eisenbahnverbindungen und die Straßen, alles war total zerstört. Ja, und wir kamen eben nach dem Westen und so wie er dann erzählte, wir arbeiten in der Jewish Agency und die Engländer wollten nicht, dass die Juden nach Palästina auswandern. Und wir mussten dann eben illegale Transporte nach Palästina schicken. Das mussten wir auch, wir organisierten es in Deutschland und schickten dann oder Lastauto-Konvois oder ich organisierte einen Eisenbahnzug nach, von Deutschland nach Frankreich. Je nachdem suchte man Wege, wie die Juden von den Lagern, in denen sie lebten, in der amerikanischen Zone nach Palästina zu bringen. Es war eine herrliche Zeit für uns. Wir haben darauf gearbeitet, Tag und Nacht, um sozusagen den jüdischen Staat aufzubauen. Das war unser Ziel. Wir, so wie in der illegalen Zeit, wie ich Ihnen sagte, die Ideologie, die hat uns geholfen, alles zu überwinden. Und so gelang es uns auch eben die schwere Zeit gegen den Willen der Engländer, die Einwanderer nach Palästina oder auf den Weg zu bringen und so unser Land dann später aufzubauen. Sie selbst sind dann im April, glaube ich, 1948 dann nach Palästina gekommen? 1948 bin ich dann eingewandert, habe ich alle Jahr eingewandert. Und dann stellte sich raus, dass ich tuberkulosenkrank war. Ja. Also, da wurde ich 5 Jahre wurde ich behandelt. Und Gott sei Dank, ich habe es überstanden und bin dann wieder gesund geworden. Sie haben 1968 geheiratet? Ja. Sie sind dann mehrere Mal, wir haben gestern darüber gesprochen, Sie sind erst 1960, also 8 Jahre vor der Heirat, erstmals dann wieder in Deutschland gewesen. Herr Aviram hatte ja auch Verwandten hier in Deutschland, die er besucht hat. Hier Tante Marie. Hier ist Tante Marie, genau. Hier ist die Tante Marie. Und hier bekommt sie ja von Heinz Galinski, der langjährige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Auschwitz-Überlebende, Vorsteher der jüdischen Gemeinde Berlins. Wir sehen in dem linken Foto Herr Aviram stehend neben Herr Galinski. Und hier hat ja Marie Grünberg die Anerkennung aus Gerechten der Völker dann bekommen. Herr Aviram, an manchen dieser Reisen hat eben so diese ehemaligen Orte, wo er dann in der Illegalität im Untergrund gelebt hat. Das ist ja die Laube in Karlshorst, glaube ich, Herr Aviram. Sie waren ja hier, ist auch, das ist, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das war die Utrechter Straße. Die Utrechter Straße. Wo das Hauptquartier war vom Hoker Chaluzim. Ab 1944, ja. Genau. Und hier sind die Führer von der Gruppe. Ja, das ist Yitzhak Schwerzen, das ist Gerd Beck
und ich und der Onkel Martin, der Schwager von Tante Marie. Ja. Genau, also wir sehen die jetzt hier. Sie wissen, meine Damen und Herren, wir haben auch da nicht darüber eigentlich so nicht gesprochen, aber ich wollte auch fragen, ich hatte so viele Fragen, wir könnten Abende mit Herrn Aviram verbringen. Aber eine Frage, was ich hatte, ist, wann haben Sie vom Schicksal Ihrer Eltern erfahren? Wann haben Sie vom Schicksal Ihrer Eltern erfahren? Von was? Von Ihren Eltern. Von meinen Eltern? Nach dem Krieg? Nach dem Krieg. Und 2007 sind für Arthur und Margarete Abrahamson in der Zedenicker Straße Stolpersteine gelegt. Herr Aviram war kurz danach dann da. Und das Schönste, was man eben sagen kann bei Geschichten von allen, die überlebt haben, ist, dass diese Personen, die sich durchgekämpft haben, wie Herr Aviram, sie haben sich vermehrt. Sie haben ein schönes, gutes Leben und viele, viele Nachkommen in der Welt. Wir sehen hier, womit wir auch enden wollen, Herr Aviram, ein sehr schönes Foto aus Ihrem Buch von Ihrer Großfamilie. Sie kommen seit 2005 als Zeitzeugen nach Deutschland. Sie engagieren sich. Morgen findet bei uns ein Workshop statt mit einer Klasse von dem John Lennon Gymnasium. Und das John Lennon Gymnasium ist ja haust in der Schule in der Zedenicker Straße, wo Zvi Aviram, wo Heinz Abrahamson in die Volksschule gegangen ist. Also Herr Aviram, ich möchte mich ganz, ganz herzlich im Namen des Jüdischen Museums Berlin für dieses Gespräch heute Abend bedanken. Ich freue mich auf den Morgentag mit Ihnen in der Schule. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles, alles Gute. Shana Tova u Metuka. Also alles Gute zum jüdischen neuen Jahr und vielen, vielen Dank. Herr Aviram bleibt noch ein bisschen da, falls Sie Fragen an ihn haben. Er wird auch dein Bücher signieren wollen. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich würde gern Sie noch eine Stunde hier behalten. Aber wenn das Wasser dann vorbei ist, dann müssen wir aufhören. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.